Konsequenz daraus ist, Percy ist mit in die Projektleitung gegangen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir uns explizit vergrößern müssen, weil es einfach zu viel ist für so ein kleines Team. Percy ist als Entscheidungsträger jetzt auch voll mit eingebunden. Das heißt, wir reden mit ihm über Features und was weiß ich. Er wird so ein bisschen Schnittstelle zur Community auch machen. Das möchte er gerne selber. Das finde ich auch gut. Wir haben unserer Ansicht nach haben wir ein ganz, ganz großes Problem auf dem Server. Also ein absolutes Hauptproblem. Und das ist die Qualität des RPs im Moment. Das ist etwas, was mich und Connex regelmäßig zum Ausflippen bringt, innerlich sowie auch teilweise nach außen. Ich erkläre das mal ganz kurz. Zum Serverstart hatten wir Bedenken, ob das funktioniert, weil wir haben sehr viele Spieler genommen von einem Projekt, was keine Whitelist hat. So, und erschreckenderweise war die Qualität, also das RP, was abgeliefert wurde eigentlich, weswegen wir ja eigentlich alle hier sein sollten, besser als sie heute ist. Und das ist ein Fakt, der ist echt scheiße. Also das gefällt uns selber nicht. Und wir wollen ein sogenanntes Hardcore-Projekt sein. Ja, dieser Ausdruck Hardcore ist zwar völlig doof, aber der ist nun mal da. Ja, soll halt einfach, ab dem Moment, wo du dich einloggst, bist du in deiner Rolle und dann hast du in deiner Rolle zu bleiben, bis du dich wieder ausloggst. Und so soll es eigentlich sein. Ja, so definieren wir das ja ungefähr. Und wir haben persönlich beide ein Problem mit der Qualität. Ja, also es muss sich was tun und da möchte ich wirklich an jeden appellieren, dass jeder sich, also ich will keinen konkreten Namen jetzt nennen, aber dass jeder sich mal in die eigene Nase fasst und mal drüber nachdenkt, ob das immer richtig ist, was er macht. Also Fehler macht jeder mal. Um Gottes Willen, darum geht es gar nicht. Kleine Fehler passiert jedem, mir auch, Connex, wem auch immer. Ja, kannst du jeden Spieler nennen, glaube ich. Aber im Grundsatz muss ich die Qualität steigern. Das ist wirklich, teilweise ist es echt schlimm. Ich spiele ja nur die letzten Tage auch sehr wenig, weil ich ja auch echt angepisst war. Gucke aber immer noch Streams und manchmal denkt man sich einfach so, ah, das hat er nicht gerade gemacht, oder? Also, Freunde, da muss jeder mal mit sich selber grübeln, ob das so richtig ist. Und wir werden das beobachten und das muss auch einfach dann geahndet werden. Ja. Connex und ich, wir haben für uns beschlossen, dass wir uns aus Support-Sachen größtenteils jetzt raushalten. Wir haben die Supporter-Bewerbung offen, wie ihr vielleicht auch gesehen habt im Forum. Da haben sich einige Leute beworben und die Chance ist nach wie vor da. Wir werden das Support-Team vergrößern. Aus dem folgenden Grund, dass wir da mehr Vielfalt gerne drin hätten, aus verschiedenen Gruppierungen, Fraktionen, wie auch immer, also halt auch mal andere Seiten, die dann auch mal eine Meinung zu Sachen haben, zu Supportfällen. Das ist uns relativ wichtig. Und deswegen wird heute noch mit den ganzen Supportern, mit den Bewerbern gesprochen. Und alles, was der Supporter entscheidet, muss dann auch von uns nicht mehr abgesegnet werden. Diese Support-Sachen laufen jetzt über den Support. Ja. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man da eventuell müssen wir auch teilweise härter durchgreifen, aber das wird dann der Support entscheiden. Da sind wir so ein bisschen jetzt raus erstmal. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ihr darüber Bescheid wisst. Das ist der Hintergrund, warum die Support-Bewerbung offen ist. Unser größtes Problem, habe ich ja schon gesagt, ist unserer Ansicht nach die Qualität des RPs aktuell. Wenn sich das gebessert hat und wir sagen, okay, so macht es wieder Sinn, so haben wir auch wieder richtig Bock, dann werden wir das Team auch nochmal vergrößern und werden in Richtung Marketing und sowas was machen. Aber erstmal müssen wir die Probleme, die auf dem Server sind, müssen wir, glaube ich, angehen. Na? So, habe ich was Wichtiges vergessen, Uli? Ich glaube, das waren so unsere Hauptanliegen dort. Ne? That's it. Ja, also Freunde, ich finde, wir haben einige wirklich tolle RPler. Es macht echt Spaß, auch zuzugucken. Ihr wisst ja, wir spectaten auch ab und zu mal Spieler und gucken uns an, was die so machen. Also, wir sehen auch wirklich tolle Sachen. Es ist hier nicht alles scheiße, ja, möchte ich mal sagen. Aber es sind leider viele Sachen dabei, wo du dir einfach am Kopf fester denkst, du einfach, die Leute sollten lieber Deathmatch spielen oder, also, ich will jetzt keinen persönlich angreifen oder ansprechen, aber, da sind wirklich Leute bei, da denkst du dir manchmal, um Gottes Willen, das kann doch nicht dein Ernst sein. Also vielleicht manchmal vielleicht ein bisschen später reagieren und ein bisschen länger nachdenken, wäre eine coole Sache. Und wir müssen das unbedingt in den Griff kriegen. Weil sonst ist irgendwann der Zeitpunkt, wo wir einfach sagen, nee, wir haben einfach keinen Bock mehr und das war's jetzt. Und es wäre schade ums Projekt. Ich meine, hier ist so viel Zeit reingeflossen. Wir haben viele Spieler, die sind schon sehr lange dabei, die spielen hier sehr gerne, auch wenn wir ein kleines Projekt sind. Aber ich glaube, servertechnisch funktionell sind wir da immer noch ziemlich besonders. Also, ja, besonders in welchem Sinne jetzt auch immer. Aber ich möchte ganz, ganz ehrlich an euch appellieren, weil sonst haben wir irgendwann keinen Bock mehr. Ja. Und ich glaube, das macht den Spielern auch viel mehr Spaß.
RP-Stränge müssen ja auch nicht immer an einem Tag ausgespielt werden. Das kann sich auch mal schön was Langfristiges aufbauen, mal so richtig schön mit Hintergrund und Story. Da hat eigentlich auch eigentlich jeder Spaß dran. Ich meine, deswegen sind wir hier, weil wir das machen wollen. So, und ja, das war jetzt mein Wort zum Sonntag erstmal, was ich habe. Und ich denke, ihr könnt jetzt anfangen, mal Meinungen zu äußern, Fragen zu stellen, so Richtung Community. Ja. Fangen wir doch mal an. Der Large. Jo, zu dem Thema RP-Niveau und sowas. Ich finde halt, dass ein großes Problem im Moment ist, oder schon länger, wie schnell einfach geschossen wird und wie schnell überhaupt zur Waffe gegriffen wird. Wenn man sich so an früher, sage ich mal, erinnert, ich weiß nicht, wie viele jetzt noch da sind, die die Zeiten so mitbekommen haben, aber ich erinnere mich noch dran, dass es mal, ich glaube, es war sogar ein Cop, der entführt wurde mit einer Glasflasche. Alleine, dass man nur diese Möglichkeit damals hatte, hat einen im Prinzip ein bisschen dazu gezwungen, dass man halt viel, viel kreativer wird. Und das ist halt das, was mir so ein bisschen im Moment fehlt. Es ist sehr, sehr viel Hauptsache schnell irgendwas durchziehen und sowas. Und ja, dann fallen halt auch sehr, sehr schnell die Schüsse. Diese Kreativität ist so ein bisschen das, was auf der Strecke bleibt. Und das ist halt sehr, sehr schade. Weiß ich nicht, wie man das, muss halt jeder für sich irgendwie gucken, wie man das wieder hinkriegt, aber so, man kann auch mal ein RP über 1, 2, 3, 4 Tage aufbauen, bis es dann eskaliert und zu dem Schuss kommt und das muss nicht alles innerhalb von einer Stunde oder zwei abgewickelt werden. So. Ja, das war's. Ja, wollte ich. Okay. Ja, es gibt keine Talk Power mehr. Okay. Ja, möchte keiner mehr was sagen? Also ihr könnt mich auch gerne korrigieren. Vielleicht sehe ich das ja auch alles gerade komplett falsch. Also scheut euch nicht, wir können hier offen diskutieren. Ne? Ja, es möchte anscheinend keiner mehr was sagen. Dann wird das hier eine sehr kurze Kiste heute. Neuer Rekord. Da kam gerade noch eine Talk Power. Wer? Da kam gerade noch eine Talk Power. Herr Svensson. Guten Abend. Hallo. Ja, ich hätte da noch so einen kleinen Vorschlag. Ihr habt das ja eben angesprochen, dass das RP nicht mehr so dolle ist. Mein Vorschlag wäre bei Leuten, die jetzt so richtig außer Rolle fallen, dass ihr die vielleicht mal, was weiß ich, privat irgendwie zur Seite nehmt und denen sagt, hör mal, macht das lieber anders. Die Leute auch wissen, dass sie was falsch gemacht haben, weil ich denke mal, es werden viele dabei sein, die sich sagen, so, ja, das sind die anderen. Okay. Ja, das kann sich unser Support ja mal auf die Liste gleich schreiben. Ja, ein guter Ansatz. Oh, das wäre schon. Okay. Oh Gott. Fischbein, du bist es. Ja, tut mir leid. Nee, Bitte. was mir in letzter Zeit so ein bisschen aufgefallen ist, gerade bei den neueren Spielern, dass halt sehr oft Sache wieder wie mit Europa und sehr viel Forumssache genommen wird, da einfach mal appellieren, dass ihr euch erstmal alles durchlest, bevor ihr auf den Server geht. Damit das Risiko etwas. Jedem rutscht mal was aus, es kann passieren, aber es gibt Leute, die andauernd irgendwelche solche Sachen benutzen und einfach da mal ein bisschen aufpassen. Ja, Weil das nervt halt mit der Zeit. das Regelwerk gilt für jeden. Ne? Also da es gibt auch im Forum, da ist so ein schöner Thread, der heißt RP-Ausdrücke. Da steht auch drin, was für Sachen hier sehr ungern gesehen sind und da stehen aber auch alternative Lösungen drin. Ja, wie gesagt, das kann ja mal ausrutschen, das kann passieren. Es gibt aber Personen, bei denen kommt das sehr oft vor. Man versucht es dann in-game natürlich immer, ne, irgendwie runterzuspielen und sagen, ja, lassen reden oder so irgendwie, aber es nervt halt mit der Zeit. Okay. Das war's, Das Herr war's schon. Fischwein. Ja. Gott sei Dank. Ja, gut. Anscheinend hat keiner mehr was zu sagen. Ich weiß nicht, muss ich jetzt davon ausgehen, dass der Rest mit allem jetzt zufrieden ist, wie es läuft? Also, wenn man Kritik hat oder irgendwelche Punkte, die man ansprechen möchte, ist das hier der einzige Weg, weil ich kriege es tatsächlich auch immer wieder mit, schon nicht nur die letzten Wochen, das geht eigentlich schon ewig so,
dass es Spieler gibt, die sich über vieles beschweren, aber hier nicht die Eier haben, den Mund aufzumachen. Ja, das finde ich am Rande bemerkt persönlich ziemlich schade. Hier beißt keiner. Und wenn man sich schon über Sachen beschwert, dann sollte man das hier auch ansprechen, weil hier ist der Ort, wo man das jetzt mal besprechen kann und dann auch ändern kann dementsprechend. So, Herr Teller. Ja, hi. Guten Tag. Also, erstmal zu dem, was du gerade gesagt hast, wollte ich mich auch gerade sagen. Ich habe eigentlich die ganze Zeit nur gewartet mit der Talkpower, bis irgendjemand sich hier noch äußert, weil ich dachte eigentlich nach, ja, den letzten Tagen werden wahrscheinlich sehr viele hier Rages sein, aber irgendwie kann man ja nur in den Talks darüber labern, aber hier dann irgendwie nicht. Ja, das ist auch ganz sehr traurig, das möchte ich nochmal anmerken. Oder in Forenbeiträgen halt oder sonst irgendwo, aber hier im Talk dann irgendwie dann doch nicht. Finde ich geil, aber was mich jetzt allgemein jetzt etwas stören würde, ich meine, ich habe mit dir jetzt schon geredet, glaube ich. Mhm. Weißt du auch Bescheid, so die Sache, die bei uns jetzt passiert ist letztens, also waren das vor 3 Tagen, vor 4 Tagen, weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Seitdem waren ja von unsere Leute jetzt überhaupt nicht mehr drauf. Und das sind ja ungefähr 10 Leute eigentlich, von die wir es sind, so. Mhm. 10, 11 Leute, die da weggefallen sind innerhalb von 2 Tagen. Was uns da echt krass gestört hat, war erstens diese eine Meldung, die komplett über den ganzen Display erschienen ist. Uh-huh. Und zweitens dann auch eben, dass mit uns nicht gesprochen wurde. Also Uns wurde nicht gesagt, was da passiert ist. Uns wurde nicht gesagt, warum wir rausgerufen worden sind. Uns wurde nicht gesagt, was jetzt ist. Es wurde einfach einer gebannt. War halt so. Und die anderen waren halt dann irgendwie dann kurz im Support oben, wurde dann ein bisschen rumgeredet von der Supportleitung, irgendwas gesagt, so was irgendwie auch nicht gepasst hat. Und dann war es irgendwie vorbei und keiner mehr hat irgendwas darüber geredet. Mhm, also obwohl eigentlich die Sache, die passiert ist, ja komplett legit war, weil wir eine Woche davor eine Ingame-Krieg angemeldet hatten. Mhm. Das verstehe ich jetzt halt nicht. Gut, also da kann ich dir ein bisschen was zu sagen. Auch nur im begrenzten Maße, weil ich da nicht richtig drin bin. Also diese Servermeldung, die du angesprochen hast, du meinst die Warnung über den ganzen Bildschirm, die ist im Eifer des Gefechts entstanden. War sicherlich auch ein bisschen eine Kurzschlussreaktion mit. Sowas sollte in der Regel nicht sein, da haben wir auch drüber schon gesprochen. Das war so der Punkt, wo das passiert ist mit euch. Da hat sich so der Frust der ganzen letzten Wochen einfach entladen. Da waren wir ja alle hier am Ragen und alle komplett sauer, ne? So, ob der jetzt zu Recht oder nicht, das lassen wir erstmal dahingestellt. Das ist der Ursprung für die Meldung, ich denke und hoffe, sowas wird in Zukunft nicht mehr passieren. Dann haben wir ja schon gesagt, Connex und ich, wir ziehen uns aus solchen Support-Sachen so ein bisschen mehr raus, weil wir, der Blutdruck steigt bei uns beiden sehr leicht, das wissen alle, das ist jetzt kein großes Geheimnis. Dass mit euch nicht gesprochen wurde, sicherlich auch nicht in Ordnung. Grundsätzlich nicht. Grundsätzlich sollten, wenn Fälle da sind, immer mit den Leuten gesprochen werden. Und deswegen geben wir diese ganzen Sachen auch an den Support komplett ab. Ja? Da sind dann Supporter da, die explizit dafür da sind, sowas dann aufzuklären. Warum ist jetzt das passiert? Warum müssen wir im Support und so weiter? Ich sage dir ganz ehrlich, an dem Abend, als es passiert ist, hättest du weder mich noch Connex im Support haben wollen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Doch, hätte ich gerne. Weil genau, also ich meine, Ronin war ja da. Er hat gesehen, wie angepisst eigentlich alle von uns waren, weil nichts daran falsch gewesen sein könnte, weil der Typ so oder so am Ende abgeknallt werden sollte, weil er sowieso in einem Gangkrieg verwickelt ist, was eigentlich auch erlaubt war von euch. Und dann plötzlich ein Gangkrieg war genehmigt, ja. Ja, und dann plötzlich einen Bann wegen Power-RP finde ich sinnlos. Und auch alle anderen, die dabei waren, deshalb spielt auch keiner mehr gerade. Weil alle darauf warten, dass entweder der entbannt wird oder halt irgendwie irgendwas passiert und mal mit uns gesprochen wird. So. Aber ja, gut, dass wir nicht mit euch gesprochen haben, sicherlich, das ist halt der Umstand, dass wir so angewichst waren. Also ich war den Tag sowieso offline, das habe ich dir auch gesagt, dass ich seit 16 Uhr aufgegangen bin, weil mich alles ankotzt. Uli war, glaube ich, sehr in Rage, auch nachvollziehbar. Wir haben eben im Support oben, also wir hatten ja eben die Team, um das kurz zu erklären, wir haben immer vor der Community-Sitzung eine Teambesprechung noch eine Stunde, haben über den Fall oben gesprochen. Wir geben das an den Support ab und ich hoffe und denke, dass da mit euch jetzt auch nochmal gesprochen wird heute. Hoffe ich. Denke ich. André? Fragezeichen? Ich gebe es mir einfach mal selbst, wenn du jetzt voll bist. Bitte. Ja, definitiv. Werde euch nachher anschreiben, wenn ich mit den anderen durch bin, und dann werden wir einfach nochmal darüber reden. Und ich denke, wir werden auch eine ganz gute Lösung. Ist das so okay, Herr Teller?
Also das Verhalten, was da passiert ist, war nicht unbedingt in Ordnung von uns, das ist richtig. Alles andere macht der Support jetzt. Ja, alles ist klar. Ist das okay so? Ja. 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 Hilf mir nicht. Ja, nee, mehr kann, ich kann dazu ja nichts anderes sagen. Das war das, was ich sagen wollte, ist so, eine Antwort habe ich auch bekommen, so mehr kann ich ja nicht sagen. Das war's. Sprecht ja nach dem Community Talk, sprecht mit dem Support und dann werden wir sehen, was da oben kommt. Okay? Jo. Jax, wenn das für dich okay ist, klinke ich mich da nachher auch mit ein. Ja, mach ruhig. Ja? Okay. Jo. Okay. Das war's, Herr Teller? Ja, das war's. Okay. Jaha, gut. Herr Heberle. Ja, ich wollte jetzt mal eine positive Sache sagen. Ich war völlig platt am Sonntagabend, nachdem das Ganze so gelaufen ist mit der Demonstration und dem Event, was da quasi sich aufgebaut hat. Da möchte ich ganz herzlich Danke sagen an alle, die daran beteiligt waren. Ich war echt völlig am Ende. Okay, das nehmen wir mal zur Kenntnis. Den Heberle schocken, jetzt wissen wir, wie es geht. Okay, das war's schon? Ja, das war's schon. Hat echt Spaß gemacht. Okay. Tja, dann jetzt hat tatsächlich keiner mehr eine Talkpower. Also Freunde, ich sag das jetzt ein letztes Mal, wenn ihr irgendwas habt, ja, was ihr immer nur in Talkchannels ansprecht, tragt es hier vor. Es ist einfach immer der bessere Weg. Also wenn ihr Beschwerden habt, dann jetzt raus damit. Ansonsten habt ihr selber Schuld, wenn sich da nicht drum gekümmert wird. No? Ah, da haben wir noch einen. Ach, Herr Heiter. Hallo. Hallo. Eigentlich wollte ich mal sparen. Ich habe eigentlich kundgetan im Forum, was unsere Probleme sind. Die Sache ist momentan so, das RP, was der Polizei momentan entgegenkommt, muss ich ganz ehrlich sagen, hat uns in der Führung eigentlich schon fast zu dem Entscheid gebracht, die Kündigung zu schreiben und zu sagen, wir haben kein Vertrauen mehr in die Zivilisten. Wir legen unser Amt nieder. Weil so ist gerade im Moment dieses RP, was wir entgegenbekommen. Duschk lässt täglich Männer aufgrund dessen. Ich spreche es ruhig ganz konkret an, dass jeder weiß, was gemeint ist. Ja gut, vor allem diese Post in Cherries. Da nimmt einer mal das Telefon nicht ab und dann gibt es gleich einen Eintrag auf Cherries. Es sind irgendwelche Situationen, die für uns zum Teil gar nicht schlüssig sind, warum sich derjenige aufregt, weil das Gespräch mit uns gar nicht sucht. Hm. Post of Cherries. Und es ist halt die Allgemeine, es ist das RP, was uns entgegenkommt. Zwingt uns eigentlich im Prinzip jetzt schon zu sagen, hey, wir sind nicht mehr die richtige Führung, wir müssen kündigen. Ich sag's euch ganz ehrlich, meine Kündigung ist bereits gespeichert auf dem PC. Die Lust ist aktuell null. Ich sitze vor dem Login-Screen schon seit Wochen und denke mir jetzt mal, eigentlich möchte ich gerne was anderes machen. Und ich sehe momentan, aufgrund dessen, wie alles aktuell läuft, es sind jetzt Terroristen auf dem Start, nach wie vor nicht deklariert, müssen wir behandeln wie normale Straftäter, kommen nach 30 Minuten wieder raus. Also für uns ist momentan Lust null. Und ich sehe aktuell auch keinen Grund zu sagen, ja, deshalb bleibe ich. Das muss ich mal klipp und klar sagen. Okay. Und was müssen wir deiner Meinung nach anders machen? Ja, erstens mal, wenn wir jetzt schon Terroristen haben, dann muss halt auch zeitnah ein Gesetz rauskommen. Es muss deklariert werden, wie es ist, mit Terroristen zu verhandeln. Was für Optionen haben wir mit Terroristen? Und einfach dieser Shitstorm auf Cherries muss aufhören, wegen jedem kleinen Fick einen Post zu eröffnen, sei es nur, ich habe bei der Polizei angerufen und ich bin weggedrückt worden. Meine Fresse, wer von euch hat jetzt schon mal auf die Tasche 2 gedrückt und hat außer sie einen Anruf abgelehnt? Ohne Scheiß. Nein, kleinen Post auf Cherry, scheiß Polizei. Okay. Dann wird vor dem PD, es sind auf einmal Schilder von einer Demonstration, ja gut, kann man machen. Tag später steht ein Tisch mit Legalize Weed. Schön, gut. Einmal zur Kenntnis genommen, auch lustig, Polizei wieder lächerlich gemacht. Wir können nichts dagegen machen, außer einen Brief an Stadtverwaltung zu schreiben. Schickt doch mal eine scheiß Stadtreinigung her, kommt auch nicht. Steht nach wie vor da. Ihr habt momentan das Gefühl, egal wo, alles versucht die Polizei gerade lächerlich zu machen. Also
Ich kann das mal, also zumindest mal die Schilder aufklären. Das ist ja aufgrund der Tatsache, dass der Heber demonstriert hat. Das, ich meine, gut, da ist halt eine, hat eine Demo stattgefunden. Die im Ich VMPD finde verboten wurden und auch es, ja, im VMPD richtig. stattgefunden Ich haben. fand es jetzt nicht so schlimm, dass da die Schilder liegen. Ich meine, das hat ja nichts damit zu tun, dass ihr lächerlich gemacht werdet. Das zeigt Naja, einfach aber nur, das dass da mal sind. was war. Jetzt aktuell ist jede Kleinigkeit wirklich noch der letzte Tropfe. Also Okay. es reicht momentan wirklich noch der wirklich ein minimaler Tropfe, was mir sage, macht was er wollt. Wir können es keinem recht machen. Wir kriegen nur Scheiße an den Kopf. Da machst du einen Beschluss. Hey, es ist eine momentane Gefahrenzone am PD. Nähert euch diesem PD nicht. Sonst muss mit Beschuss gerechnet werden. Das heißt nicht, dass die Polizei auf Zivilisten schießt. Aber wir müssten mittlerweile die ganze Woche jeden Tag mit rechnen, und es war auch Fakt, dass es so war, die Crow Street davor stehen, direkt aus PD schießt, was ja auch völlig legitim sind. Das sind scheiß Terroristen, ja? Aber Und dann ist kriegst du auch es, wieder Scheiße an den Kopf geschmissen. nicht vielleicht auch ein Teil der Misskommunikation, wenn die Bevölkerung denkt, dass sie damit gemeint ist, dass auf sie geschossen wird? Also ich habe das halt mitbekommen, dass Spieler denken, oh Gott, ich gehe jetzt zum BD und die erschießen mich. Das mag ja sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, es kam dann jemand auf mich zu und hat gesagt, komm, wir machen ein Interview im Radio. Ja. Um das klarzustellen, fand er geile Idee. Ich muss da aber die letzten 3 Tage echt was anderes machen. Okay. Also ich spreche die Sache jetzt hier wirklich mal ganz offen an. Ich habe Sonntagnacht um 4:28 Uhr eine PM bekommen, da mit dem Antiterrorgesetz. Könnte ich ganz kurz von den zuständigen Leuten hören, wann das jetzt live geht? Weil ihr sollt ja dieses Gesetz auch kriegen. Das ist seit Sonntag eigentlich da. Vielleicht möchte. Ja, André? Warte eigentlich nur noch auf das okay von dir, dann ist es sofort Ich da. habe euch gesagt, ihr sollt das machen und einfach dann tun. So, ihr sollt die Aussage. Gut. Also Gesetz ist live. Dann hat die Polizei Okay. dann einen Handlungsspielraum. Also es gibt dieses Antiterrorgesetz, Herr Hightower, dass ihr da auch andere Handhabung habt. Ja, das geht dann jetzt gleich live. Ja, das kann ich dir Ja. dazu sagen. Ansonsten können wir, das würde ich dir anbieten, dass wir eventuell nach dem Comtalk nochmal sprechen, was wir ändern müssen, damit ihr wieder Spaß findet. Was die, wie die zivile Bevölkerung auf euch reagiert, da können wir wenig Einfluss drauf nehmen. Ja, das sind Sachen, da muss die Bevölkerung einfach aus sich ihre Denkweise vielleicht ändern oder wie auch immer. Aber da können wir ja schlecht Einfluss drauf Ja, nehmen. deswegen habe ich die Talkbar vorhin wieder zurückgezogen, weil es eigentlich ein Eingriff ist in andere Leute, ihr RP in dem Fall, was Ja ihr gut, es eigentlich nicht ist, will. ja. Ja, es ist natürlich aber schon eine recht wichtige Sache. Wenn die Polizei sagt, sie geht, ist es sehr schwierig. Aber momentan mit dem RP, was uns entgegenkommt, es ist nicht mal so groß dann die Lust. Das ist eigentlich das RP, was uns die Lust nimmt und eigentlich das RP, was uns zu der Handlung bewegt, zu sagen, hey, wir sind falsch, kein Vertrauen mehr in die Zivilisten, wir können nicht mehr das Vertrauen entgegenbringen, wir müssen gehen, es muss die Führung gewechselt werden. Okay. Weil das wäre dann RP. Ja, das ist schon richtig. Ich verstehe schon, was du meinst. Ja gut, also Terrorgesetz hast du mitbekommen, das ist gleich da. Ja. Ich würde an euch appellieren, dass ihr versucht, das wieder hinzubiegen. Ich meine, das ist im Endeffekt eure Entscheidung. Wenn ihr alle sagt, ihr wollt kündigen, ja, dann können wir da auch nichts machen. Ich würde an euch appellieren, dass ihr es weiter probiert, das wieder hinzubiegen. Ich denke mal, das ist machbar. Vielleicht gehen wir nach dem Comtalk gleich trotzdem nochmal hoch, da ich habe da noch ein, zwei Sachen, ein, zwei Infos vielleicht. Und ja. Ja, okay. Okay, alles klar. Sonny White. Hallo, hi jetzt. Hallo, ja. Hallöchen. Ich hatte 2 Regelvorschläge, den einen hatte ich glaube ich schon mal reingereicht. Weiß nicht, ob der angekommen ist bei euch. Und zwar habe ich 2 Links, darf ich die, oder kann ich die reinposten? Oder Mein brauche ich Chat das ist nicht? Achso. abgeschaltet. Also sag mal, worum es geht. Einmal das mit der Maskenproblematik und eine Regel, die ich auf einem anderen Serverregelwerk gefunden habe, die ich als ganz sinnvoll erfinde, Die was die wäre? Polizei betrifft. Ja, erzähl ruhig mal. Okay, das mit den Maskenwehr, ich hatte mir den mir zusammengereimt aus 2 verschiedenen Regeln. Wenn ein Spieler eine Maske trägt, die Haare und Gesicht komplett verdecken, darf dieser nicht anhand seiner Stimme identifiziert werden, so wie jetzt auch ist quasi, wo dann auch diese Mutmaßungen nur treffen. Aber bei Masken, zum Beispiel Bandanas, die lediglich das Gesicht verdecken, darf man die Person anhand der Stimme und der Frisur identifizieren und einen konkreten Verdacht äußern, sofern man den Spieler im RP kennengelernt hat. Und in Klammern halt das Kennen bezieht sich auf, sag mal, mehrmals gesehen und mehrmals miteinander gesprochen. Also aktuelle Regellage ist ja die, dass gesagt wird, wenn dein Gesicht mit zumindest 70% bedeckt ist durch eine Maske, bist du nicht erkennbar. Es ist sowieso die Frage, ob man nicht irgendwann dahin geht. Also das ist jetzt nur
von mir gerade spontan, das ist jetzt nicht beschlossen, also keine Angst jetzt. Es ist sowieso die Frage, ob man nicht immer dahin geht, dass wenn die Leute ihre Stimme nicht verstellen, dass sie dann Pech haben, dass ich immer noch sagen kann, hey, die Stimme kenne ich. Aber das möchte ich jetzt gar nicht diskutieren. Das war nur mal so ein Gedanke, den wir schon mal hatten, aber. Okay, du kannst mir dies kannst du mir gerne im Discord mal schicken, dann gucken wir da drüber. Ja, mach ich. Die zweite Sache wäre, die Regel habe ich im Regelwerk vom Alternate Life gefunden. Und zwar ist das, dass die Polizei muss zwingend als staatliches ausführendes Organ angesehen werden. Hierbei gilt zu beachten, dass jeder Polizist, unabhängig seines Ranges, den Staat in den Rahmen vertritt, wie es unser Strafgesetzbuch und die damit verbundenen Ordnungen, StPO, StVO und sowas vorschreibt. Die Polizei darf nicht aufgrund dieses vorgeschriebenen Handlungsrahmens Vergeltung abbekommen. Und da gibt es noch Zusätze dazu, dass wenn die gegen das Strafgesetzbuch, was öffentlich dafür die Spieler einsehbar ist, verstoßen, entfällt diese Regel, dann darf man sich an denen wegen sowas rächen. Und der letzte wäre, im Zuge der Polizeimaßnahmen, die unter dem Vergeltungsschutz stehen, darf in keinem Zeitpunkt aufgrund polizeilicher Maßnahmen ein Kopfgeld auf Polizisten ausgesetzt werden. Das sind alles Regeln, die so ein bisschen die grundlegende, einfache Polizeiarbeit schützen. Dass man sich dann nicht aufgrund, wenn man eine Straßenverkehrskontrolle hatte und zu schnell war und dann Geld bezahlt hat, sondern denkt, okay, Polizist XY hat mich jetzt angehalten, den entführe ich in den nächsten Tagen. Ja, vielleicht magst du mir das auch mal im Discord schicken. Das wäre ganz gut, weil das müsste ich, ja, ich natürlich nochmal zusammen angucken dann alle. Ja, schick mir das doch bitte mal. Okay. Alles klar, das war's schon. Alles klar. Frau Brooks. Hallo, ich hätte eigentlich nur eine Frage wegen den Gangkrieg jetzt zwischen den Grove und der SCU. Mhm. Also ich finde das ein bisschen verwirrend. Letzte Woche hieß es ja, die CSU wurde auf einmal so schnell groß. Da wurde gemeckert. So, dann stehe ich vor ein paar Tagen neben den Foodtruck, auf einmal kommen 10, 11, 12 Groove zu mir und fragen natürlich auf. Das ist ganz okay, weißt du, für mich. Aber was ich jetzt nicht verstehe, ist, warum wird ein Gangkrieg ausgesprochen, wenn die CSU nicht mehr da ist? Weil die meisten sind ja so gesehen gebannt. Nein, und es ist einer gebannt. Die anderen sind ja nicht mehr da. Gut, das ist aber deine Entscheidung. Also ich kann dir dazu ganz kurz sagen. Also wie gesagt, ich bin, wie gesagt, recht noch neu da drin und ich weiß nicht, wie ich halt da jetzt reagieren soll. Ne? Also wir haben, nachdem diese Sache war, mit den ganzen Gesprächen letzten Mittwoch, haben wir mit der SCU nochmal gesprochen. Es hieß von allen, sie wollen weitermachen. Mittlerweile sieht es ja ein bisschen anders aus. Genau, es ist keiner mehr da, so gesehen. Genau. Ich habe jetzt auch mitbekommen, dass die das absichtlich blockieren wollen, bis die Grove sich zerschlägt anscheinend. Aber da müssen wir eh nochmal drüber sprechen. Das ist auch nur Hörensagen. Ja, die Sache ist, die Grove hat das, also dieser Gangkrieg wurde beantragt aufgrund der Sachen, die die SCU wohl mitgemacht hat. Das war soweit durchaus legitim, dass die SCU sich dann so verhält und geht. Größtenteils ist ja eine Entscheidung, die ist natürlich für uns nicht gut. So, das ist... Ja, wie gesagt, da ist halt meine Frage, wie läuft das ab, dieser Krieg? Das heißt, wenn dieser Krieg ausgesprochen ist, dann zählt ja keine Schussankündigung mehr. Genau, im Prinzip das, heißt es einfach ist, nur, ja. Wäre dann, wenn jetzt jetzt einer von den Grove, einer sagt, okay, ne, wie ihr alle wisst, soll es angeblich da eine Liste geben. Und die suchen ja jetzt die Leute auf der Liste. Was passiert, wenn sie die einfach abknallen? Ist der Charakter tot oder Nein. Wie läuft das Ganze? Das läuft einfach so, wenn sie dich abknallen, ist dein Charakter bewusstlos, kann von den Medizinern wieder zusammengeflickt werden und das geht ganz normal weiter. Also Charaktere sterben dadurch nicht. Okay. Das ist einfach also ein Gangkrieg. So das ist halt, wie gesagt, kam für mich komisch, weil, wie gesagt, ich habe gehört, es sind einige gebannt, es kommen keine wieder und die jetzt angeblich auf der Liste drauf stehen, laufen da jetzt natürlich, machen ihr RP da weiter. Und wie gesagt, also, dann heißt es, ne, dass das halt also du findest, ja.
erschossen wirst, bist du halt tot. Ist der nein, Charakter tot, ist, so halt. Ne? Das also, ist gesagt, Quatsch. Nein, nein. Also im Forum findest du im Forum im Newsbereich ein Thread, öffentliche Community-Ausschlüsse. Da werden alle Leute, die gebannt sind, aufgelistet. Ja? Mhm. Da siehst du, dass es auch in dem Fall nur Vito Garcia ist von der STU. Mhm. Zum anderen, ein Gangkrieg bedeutet einfach, dass für die rivalisierenden Gangs die Schussankündigung entfällt. Mhm. Und ich kann dir zu 1000% sagen, dass dein Charakter nicht nur, weil er im Gangkrieg ist, dann umfällt und nicht wieder aufsteht. Das ist nicht wahr. Okay. Mhm. Ja, dann hat man mir was Falsches gesagt. Weil mir wurde gesagt, wenn es halt ein Gangkrieg ist, dass wenn der Charakter halt erschossen wird, dass der dann auch tot bleibt. Deswegen habe ich mich jetzt gemeldet, um einfach mal zu fragen, wie das jetzt aussieht. Mhm. Ja, ist ja in Ordnung. Ist ja glatt. Dafür sind wir ja hier. Alles klar. Gut, das war's dann eigentlich auch. Mhm. Ja. Der Heberle ist schon wieder. Ja, ich wollte jetzt nur mal darauf reagieren, weil ich ja auch einer bin, der auf Cherries gegen die Polizei da teilweise reagiert. Mhm. Das eine mit dem Telefon weggedrückt war eine Kurzschlussreaktion von Häberle, weil als der du weg warst, Flo, mit den Army-Leuten, stand der Kanar oben auf dem Police Department Absatz und hat geschrien: Und denke daran, liebe Bürger, wendet euch jetzt auch bitte an die Polizei, wir sind wichtig für euch und kommet mit jedem Scheiß jetzt Kurzform auch zu uns und machet. Und am nächsten Tag funktioniert es mit dem Telefon nicht. Und da war der Häberle halt wieder sauer. Mhm. Also für mich wäre eine Idee, da vielleicht mag da das PD drüber nachdenken, in so einer Krisensituation ein Alternativ-Department mit ein oder zwei Personen zu besetzen, die Zeit für die Bürger haben. Auch wenn das bedeutet, weniger Mannstärke vor Ort zu haben. Ja. Okay. Also ich möchte euch ja auch nicht wirklich dissen oder so, sondern einfach nur Probleme aufzeigen, die an die wir alle ran müssen, wo wir momentan nichts machen können. Hm. Was ja. Okay. Herr Tennant. Guten Abend. Ich möchte auch ganz gerne nochmal auf diese Polizeisache eingehen. Vielleicht wäre es eine gute Idee, wenn man irgendwie einberufen könnte, dass Polizeileitung, Gangleitung, Department of Justice-Leitung sich zusammensetzen, vielleicht mit jemandem von der Projektleitung und einfach mal ganz offen OOC miteinander reden, wie man vielleicht gewisse Abläufe schöner gestalten kann, damit irgendwo eine Balance reinkommt. Dass man, das möchte ich jetzt einfach hier offen mal kommunizieren, weil es gibt, denke ich mal, Probleme auch, was das Balancing angeht, von wegen Terroristen, wie haben wir mit denen zu verfahren, oder einfach, dass man offen sowas wie Sonny gerade auch angesprochen hat, Regeln bespricht oder einfach auch Gesetze bespricht, dass eine schöne Balance gefunden werden kann, wie man RP schöner gestalten kann. Ja, okay. Finde ich einen super Ansatz. Ich bin immer ein Freund davon, wenn Leute, wo Unklarheiten sind, miteinander reden. Also finde ich super. Wenn ihr das vielleicht machen möchtet, ich hoffe, dass Percy, hast du schon was vor? Percy? Einer. Siehst du, Percy möchte sich da bestimmt auch mit einbringen. Also so, wenn ihr einen von der PL dabei haben wollt, Percy macht es gerne. Also genau für solche Dinge werde ich zur Verfügung stehen. Ja, dann würde ich doch mal vorschlagen, vielleicht organisiert ihr das einfach mal zusammen. Wenn vielleicht sagt Herr Heitauer ja auch, Mensch, das macht ja Sinn, dass man einfach mal ein bisschen miteinander spricht, dass man das vernünftig auf die Reihe kriegt. Weil im Endeffekt wollen wir alle ein vernünftiges Spielerlebnis haben. Und wenn wir dann halt mal außerhalb alle sprechen müssen, ist das ja sinnvoll, denke ich. Hm? Ja, und halt das auch, weil das sind einfach die drei Fraktionen sozusagen, die sehr viel RP miteinander bespielen. Mhm. Und es gibt, denke ich mal, Reibereien und Unmut, wenn das DOG was beschließt, das Polizeidepartement muss sich da, dass man einfach mal ein bisschen zusammenkommt und über einfach Balance redet. Mhm. Okay.
Und ja, ich weiß ja nicht, inwieweit das jetzt noch da reinkommt, aber wenn dann halt die JVA irgendwann betriebsbereit ist, denke ich mal, dass das auch schon einige Reibereien auch beheben kann. Okay. Deswegen halt auch Projektleitung, vielleicht. Ja, also Percy macht das. Super, ja, okay, Herr Tennant, das war's? Das war's. Okay. Oh Gott, das ist elend. Was denn? Okay, bitte. Ich habe eigentlich nur was Kurzes zu der Idee wegen den Stimmenverstellen, wenn man maskiert. Das ist zwar fürs RP eine super Sache, ich würde aber keine Regel zu einführen, dass du sie erkennen kannst, weil, angenommen kurzes Beispiel, jemand maskiert sich und kann das halt mit der Stimme verstellen nicht. Hm. Er versucht es zwar, aber er ist halt so schlecht darin, dass er es absolut nicht kann. Wie sollte man sich dann nämlich reagieren? So, der eine sagt dann nämlich, ich habe es versucht und habe es gemacht, also kann er mich nicht erkennen. Der andere sagt, der klang sofort gleich, habe ihn erkannt. Hm. Würde also sozusagen nur zu Fails führen. Ja, da gebe ich dir tatsächlich auch recht, ja. Ja, das ist schon richtig, ja. Ja, also fürs RP einfach machen ist lustig, aber als Regel würde ich es nicht machen. Okay. Gut. Jo, das wäre es schon. Mensch, Walsh, das ist also so schnell, bin ich noch nie wieder losgeworden. Ja. Ey, ganz kurz, du als Richter was? Von der Justiz. Ja. Wärst du mit sowas wie so einer PD-Gang-Justizgeschichte? Ja, natürlich, natürlich. Also ich habe denen ja auch immer auch schon in-game von Anfang an verkauft. Wenn irgendwas ist oder so, man kann über alles reden. Ja, wollte ich nur noch mal kurz verdammt. Nee, natürlich. Gut, schnell der Nächste, bevor der Walsh noch was findet. Moment. Herr Brandt. Ja, hallo. Kurze Frage nur. Wenn man das Cherrypad abgenommen bekommt, kann es sein, dass man dann immer noch auf Cherries zugreifen kann? Das kann ich dir nicht beantworten. Aber ist das gewollt? Weil das ist mir einmal aufgefallen. Da müsste wenn Uli was zu sagen, da kann ich nichts sagen. Also. Nachdem Cherries auch offline vom Spiel verfügbar ist, macht es ja keinen Sinn, das abzuschalten, nur weil man kein Cherrypad mehr hat. Ja, ich wollte nur fragen, das hat mich nur ein bisschen verwirrt. Okay. Ja, gut, man kann... also, ja gut. Das werden wir als ja. Ja, okay. Das war schon? Hm? Ja, ja, klar. Ah, Herr Kanar. Grüße, einen schönen Abend alle. Und zwar geht es jetzt darum zurück, was der Herr Heller gesagt hat, von wegen, kommt zur Polizei. Wenn man das schon wiedergibt, sollte man es richtig wiedergeben. Aber das werde ich jetzt nicht wortwörtlich wiederholen, aber es geht was anderes. Herr Heberle, wenn wir mit unseren Mitteln, mit 10 Polizisten gegen eine Gang gehen, die 12 Leute sind, dann frage ich dich, mit welchen Mitteln sollen wir den Bürgern noch zur Verfügung stehen? Wir können uns nicht aufteilen. Wir können jetzt nicht sagen, ach, der Polizist A und der Polizist B stellt sich jetzt, mein Gott, in Sandy Shores hin, um für die Bürger da zu sein. Im Endeffekt passiert dann das, dass Polizist A und Polizist B in Sandy Shores von den netten Herren in Grün abgeholt werden, freundlich mit in die Grove genommen werden und wir sind dann wieder weniger. Es ist zurzeit nicht möglich, einfach alles einzugehen. Und wenn dann die Zivilisten in Anführungszeichen dann nur Hetze gegen die Polizei bringen, wenn man das ins AP bezieht, jetzt wie ich mit dir gesprochen habe, probiert habe, mit dir zu sprechen und du bist ignorant weitergegangen. Andere Bürger, wenn du sagst, was ist passiert, willst du es anzeigen? Ach nö, ist ja nicht so schlimm. Solche Sachen sind gesprochen worden und da verstehe ich nicht, dass man hier dann sich hinstellt und alles wieder so drehen möchte, dass die Polizei ihrer Arbeit nicht nachkommt. Wir kommen unserer Arbeit nach. Aber nur können wir nur unseren Kapazitäten entsprechend unserer Arbeit nachgehen. Und vorrangig ist zurzeit eben die Terroristen zu bekämpfen, anstatt dass man euch Parktickets draufhaut. Und das muss jeder verstehen. Und dann zu sagen, wir bieten den Bürgern keinen Schutz für das, dass wir uns tagtäglich im RP niederschießen lassen für die Bürger. Nicht, weil uns so das Spaß macht, dass wir jeden Tag im Krankenhaus liegen und neues Wehwehchen haben. Solche Sachen vorwerfen, dann müsst ihr irgendwann mal verstehen, dass man die Lust an dem Ganzen verliert. Denn nur Vorwürfe zu bekommen für das, dass man eigentlich alles für die Zivilisten gibt, ist für mich dann Unverständlichkeit. Das war's von meiner Seite. Ich nehme jetzt einfach mal den Herrn Häberle direkt damit dazu, weil der hat sich auch schon wieder gemeldet. Dankeschön. Herr Häberle. Jo, vielen Dank. Wally, mein Gedanke bei dem Ganzen ist halt,
Dann, wenn ich eine Polizei bin, die in dem Staat sonst so weit nicht zurechtkommt, muss ich den Notstand ausrufen und öffentlich alle Bürger zum Zuhausebleiben auffordern. Also wenn ich da was sagen, wir kommen unserer Arbeit nach. Ich denke, ihr Bürger seid in jeder Weise genug von der Grauf geschützt. Wenn ihr das nicht tut, dann können wir das nicht tun. Ich bin neulich angesprochen worden von einem Mitarbeiter, du kannst dem doch nichts was verkaufen, weil der grüne Sachen anhat und als Terrorist verkleidet ist. Beziehungsweise ausgeschrieben ist. Ich weiß nicht mal, wer die Grove Street ist. Die Grove Street ist eine Straße, da sind keine Namen dahinter, es hängen keine Verhandlungsplakate aus oder sonstige Sachen. Ich fühle mich als Bürger nicht wahrgenommen in dieser gesamten Krisensituation. Weißt du, was ich meine? Ich möchte, ihr macht eine super Arbeit. Das möchte ich auch, versuche ich auch überall immer wieder zu unterstreichen, wenn ich das sage, wenn ich irgendwelche Aktionen auch gemacht habe. Ja, seid überfordert und es muss ein Zustand hergestellt werden, in dem ihr nicht mehr überfordert seid, um euch auch um solche Sachen zu kümmern. Also ist es deiner Anweisung nach besser, die Polizei geht jetzt jeden Tag auf der Straße auf und ab spazieren, kassiert euch Zivilisten Vollgas ab und Konex mit der Armee marschiert dort unten ein, sprengt alles weg und das war's für dich, oder wie? Ist das die Lösung für dich? Wäre für den ersten Moment erstmal eine Lösung. Und dann erklärst du mir jetzt, in welchem Sinne dann die Grünen Spaß haben an der Sache? Wenn da 2-3 Panzer reinrollen, Peng Peng machen und vorbei ist die Geschichte, erklär mir das jetzt mal. Weil du stellst dich jetzt so hin aus deiner Sicht, alles muss jetzt nach dir frei. Warte kurz, Paul. Alles muss jetzt so funktionieren, wie du willst. Du sagst, die Polizei ist überfordert. Da frage ich dich jetzt konkret, hast du jemals schon in einer Führungsposition in der Polizei gearbeitet oder generell in der Polizei gearbeitet, dass du solche Urteile bilden kannst? Nein, habe ich nicht. Du? Ich schon. Ich bin bei der Polizei. Und darum verstehe ich nicht, dass du dich hier hinstellst und Äußerungen tätigst, anstatt dass du einmal das Gespräch direkt mit einem Hightower, Jay oder sonst wem suchst. Nee, da stellst du dich mit deinen Schildern vor das PD und machst alles nur noch niedriger. Machst jeden fertig von der Polizei. Und ziehst dann die halbe Bevölkerung damit mit rein, die auch auf uns einprügelt. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Man sucht niemals glaub, das Gespräch mit uns. Sender, man haut den Finger verschieden. Du empfängst nicht, was ich dir versuche zu senden. Dann musstest du vielleicht überlegen, wie du es sendest. Dass es auch jeder versteht. Ruhig bleib. Ruhig mit dir. Ich bin ganz ruhig. Ich überlege mal, ob wir da miteinander klarkommen. Ich finde es halt schade, dass ihr zu sehr beansprucht seid in dem Falle, was die Grove Street angeht und nicht für ein normales Polizeigeschäft zuständig seid. Ihr seid halt doch eigentlich keine Antiterror-Einheit. Das ist halt so mein Gedanke, was ich nicht verstehe in dem ganzen Spiel, was da läuft. Du vergisst nicht die Polizei hat die Grove als terroristische Vereinigung ausgerufen. Ja, kein Thema. Und du sagst, du willst der Polizei helfen und hilfst der Polizei dementsprechend, dass du mit dem Baseballschläger vom PD auf und ab spazierst? Weil ich kein Schild hatte. Und dann gibt es Äußerungen von dir, ja, irgendwer muss den Staat ja oder die Polizei beschützen. Weißt du, das ist für mich dann meinen Erachtens nach, entweder spielst du da eine Person, die einfach komplett drauf scheißt, was passiert. Oder ich weiß nicht was, weil gerade solche Personen, denke ich mir, dann was machst du, wenn die Grove vorbeifährt und einen Drive-by macht? Willst du da mit dem Baseballschläger hinlaufen und den einen auf den Kopf hauen? Das verstehe ich nicht. Deine Handlungen verstehe ich nicht. Anstatt, dass du einfach wirklich mal das Gespräch mit einem Hightower suchst. Hightower hat ja auch versucht, mit dir zu sprechen, hast du ja auch ignoriert. Hast du deinen Marsch auf und ab versetzt. Was sollen wir noch machen? Dass man dich vielleicht im RP mehr auf das Level bringt, dass du weißt, um was es geht. Außer, dass wir schon auf dich zugehen und das Gespräch versuchen zu suchen. Aber du das so dementsprechend abblockst und dir scheißegal ist, was rundherum passiert. Und durch deine Aktion, wie gesagt, die Zivilisten hineingezogen werden und das dann die Kette ist. Valier, du bringst es gerade irgendwie durcheinander. Was der Häbele macht und was das Spiel hinter dem Häbele macht, sind zwei verschiedene Dinge. Ich rede gerade vom RP. Weil der RP ist ja nicht auf uns eingegangen. Auf dem RP ist er nicht auf uns eingegangen. Wir haben ja versucht, das Gespräch zu suchen, Connex. Und durch diese, Demonstration etc. ist ja die Verkettung gekommen, dass dann alle nur mehr drauf geprügelt haben. So ist es für mich aufgefasst worden. Ist das wirklich so? Für mich ist es so aufgefasst worden, ja. Weil davor war es für mich nicht so extrem. Also ich das ist jetzt meine persönliche Ansicht.
würde das jetzt mal so bewerten, dass der Herberle der Einzige da war, der die genug Eier hatte, mal was zu machen. Alle anderen haben auf der anderen Straßenseite gestanden und gedacht, Scheiße, was geht jetzt ab? Was sich die anderen dachten oder so, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ja, also Fakt ist, niemand sonst hat irgendwie auch nur ansatzweise irgendwie reagiert. Niemand. Außer dem Häberle, der halt den Baseballschläger genommen hat und gesagt hat, jetzt beschütze ich die Polizei, wenn die Gruft kommt. Naja, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, sei dahingestellt, ist ja völlig egal, ja. Aber als Außenstehender, der das jetzt nur beobachtet, kann ich sagen, würde ich sagen, der Häberle war der einzige Bürger, der überhaupt was gemacht hat. Alle anderen haben, ja, ich meine, die stehen am POI rum und gucken zu, wie die Groove Kofferräume knackt, chillen mit der Groove am Foodtruck ab, Terroristen, die gesucht werden. Der Häberle sagt halt, okay, da muss was passieren. Naja, aber doch nicht so verkehrt, ja? Ja, aber da frage ich mich, warum, wie gesagt, das Telefon uns ist immer besetzt und keiner ruft an. Wie sollen wir dann handeln? Sollen wir jetzt wirklich immer, weiß nicht, Spurensuche gehen und wie ein Schnüffler da suchen, wo die Gruft gerade unterwegs ist? Und dann mit 12 Mann da spazieren fahren? Weil alleine ist es, wenn die Gruft mal will, wieder mal auf Suche ist nach Cops, zu zweit auf Streife fahren ist fast nicht möglich. Und dann muss daher Häberle verstehen, dass die Polizei nicht präsent auf der Straße sein kann, wenn wir unser Leben dann nach dem Regelwerk auch schützen müssen. Ja, wie gesagt, ich kann das nur als Außenstehende jetzt beurteilen, weil ich ja selbst nicht spiele, wie alle wissen. Aber ich kenne sowas wie Kontaktbeamte oder einfach mal, gerade an dem Tag, wo ihr das PD zugemacht habt, was in der Tat missverständlich formuliert war, in dem Moment, wo ihr mitkriegt, dass da wohl die Bürger das missverstehen, die haben alle am POI gestanden und haben darauf gewartet, dass irgendwas passiert und nichts ist passiert. Wenn da mal zwei Beamte aufgetaucht werden, als Kontaktbeamte gesagt hätten, so und so ist das, hätte das die Situation sicherlich entschärft, auf Seiten der Bürger. Na klar entschärft das die Situation, davon bekommt dann die Grauffindung und sagt diese zwei Beamten ein, weil die Bürger, was dort dann am Point of Interest stehen, nichts tun. Die rufen weder die Polizei noch sonst was. Ja, genau, das ist ein Problem, ja. Und wie sollen wir dann, wenn wir schon so einen Vertrauensbruch gegenüber den Zivilisten haben, wie sollen wir dann dort noch welche hinschicken? Wenn die Zivilisten uns eigentlich im Stich lassen und zugucken, wie wir abgeschifft werden. Und da müssen sich halt die Zivilisten dann selbst fragen, warum ist das so? Oder vielleicht mal selbst hinterfragen, was kann man dagegen ändern, dass die Polizei mal vielleicht mit uns direkt redet. Vielleicht mal selbst hingehen zur Polizei und mal Herrn Heidhauer fragen, weil der Herr Heidhauer ist kein Mensch, der sagt, nee, hau ab mit, die rede ich nicht. Aber ich finde es auch ein bisschen übertrieben, jetzt es darzustellen, als würde die Groove den ganzen Tag nichts anderes tun, als Cops zu farmen. Die machen noch viel anderen Scheiß. Ja klar, machen die noch anderen Scheiß, ja, aber... Und also den Tag, also ich weiß nicht, wie lange war es PD zu? 3 Stunden oder 4 Stunden? In den 4 Stunden habe ich, bei wem habe ich auf dem Stream gesessen? Ich glaube beim Abdichter, war nicht ein Grüner am POI. Da hätte bequem diese 2 Meter mal ein Polizist laufen können und sagen können, Jungs, das und das ist Phase. Naja, ich sag so, wenn wir eine Drohung haben, dass das PD gestürmt wird, können wir nicht irgendwelche Polizisten rausspazieren lassen. Ist so. Meine persönliche Meinung. Oder gemeinsam als Gegenaktion halt gemeinsam in die Grove Street einreiten. Mit allem Mann hoch. Ich weiß nicht, es sind Ideen. Ich habe wirklich keine Ahnung von eurer Struktur, die ihr da drin habt. Es ist halt die gesamte Situation mit dem Gangkrieg und dem anderen RP, was jetzt, zumindest ich mir noch anders aufziehen wünsche. Haben wir vielleicht irgendjemanden, der im echten Leben mit so einer Situation schon mal konfrontiert war, sei es als Polizeibeamter oder sonstiges, wie reagiert eine Polizei da normalerweise bei sowas? Normalerweise hat der Real Life die Polizei viel mehr Kapazitäten und die marschiert da drüber wie sonst was. Eben. Ja, aber wir sind ja auch in die Grauf reinmarschiert. Das bekommt ja ihr als Zivilisten ja auch nicht alles mit, die was jetzt nicht gerade sehen, wie der Riot vorbeifährt. Wie oft wir die letzten Tage drin waren in der Grauf. Aber wir sind ja auch so, das weiß ja auch keiner, wir sind ja, uns sind ja auch gesetzlich denen gebunden.
Also bis dato jetzt. Wir mussten die alle nach einer halben Stunde wieder rauslassen. Wir konnten nicht mehr die Akten richtig fertig schreiben, sind die schon wieder frei. Gut, das Problem ist das jetzt gelöst. Das gibt es gar nicht mehr, das Problem. Naja, wenn ich jetzt das Gesetz durchlese, steht ja eigentlich nichts so viel drin, wie lange wir sie jetzt festhalten dürfen oder sonst was. Es steht nur drin, dass die kein Gehör mehr vor Gericht haben, mehr nicht. Ja, aber das Problem mit den 30 Minuten haben wir ja mit der Fußfessel gelöst. Dazu habt ihr die Fußfessel. Also ihr habt immer Zugriff auf die Jungs, ne? Auch wenn ihr sie laufen lassen müsst. Daher, Aber die Zeit ist einfach zu gering, dass man vernünftige Akten schreiben kann, etc. Das ist nochmal so. Wenn wir so einen Fingerabdrücke nehmen, Akten schreiben und, es kommt da so viel zusammen, Connex, dass die 30 Minuten bei Gott nicht reichen. Und das weiß wahrscheinlich sogar die Bösen, dass das nicht reichen wird. Ist klar, dass die Bösen sagen, jo, super, danke, eine halbe Stunde bin ich wieder draußen. Ganz kurz eine Sekunde. Ja, also ich kann da beide Seiten ein bisschen verstehen. Es ist natürlich auch immer eine kleine Gefahr, dass Spieler das eventuell ausnutzen, dass sie sagen, ja, lass sie mich doch fangen, in 30 Minuten bin ich eh wieder frei. Wir könnten da jetzt was spoilern. Also wir haben da schon mal, ich glaube, mit Herrn Heitauer drüber gesprochen. Es wird die JVA ja kommen. Dann wird diese Regelung eh geändert, weil in der JVA wird es für die Spieler Möglichkeiten geben, sich auch zu beschäftigen. Und dann finden wir, es ist gerechtfertigt, wenn ihr Leute auch länger festhaltet. Weil aktuell ist es so, wenn du jetzt Leute abends einsperrst und sagst, ja, ist halt keiner von der Justiz da, hast du Pech gehabt, bis morgen vielleicht 15 Uhr kommt vielleicht mal einer, dann hast du dem quasi ein Timeout gegeben. Das können wir halt nicht machen, weil die Leute dann einfach da, ja, dann logge ich mich heute aus, ich kann jetzt erst ab 15 Uhr wieder spielen, weil ich habe halt keine Möglichkeit in der Zelle, ne? Und ich kann mir nur vorstellen lassen, dass da nicht alle zwei Minuten Bock hat, den Kopf runterzurennen und den zu bespaßen. Das ist ja auch völlig legitim. Deswegen die Konsequenz mit der JVA, da wird diese Regelung ein bisschen anders sein. Da haben die Spieler Möglichkeiten, sich zu beschäftigen, und ich rede jetzt nicht davon, nur im Kreis zu rennen und zu tanzen. Und dann wird diese Regelung anders sein. Dann habt ihr da wesentlich mehr Möglichkeiten, auch normale Spieler länger festzuhalten. Aber dafür naja, brauchen wir das halt erst. Naja, man muss ja aber auch wieder andersrum denken. Ein Böser entscheidet sich ja auch bewusst, dass er Scheiße baut. Also kann man ja dann nicht sagen, man gibt ihm einen Timeout damit. Weil er hat sich ja bewusst dafür entschieden, dass er jetzt dort auf die Cops schießt oder da einen Überfall macht. Er hat sich ja bewusst dafür entschieden. Also muss er auch mit den Konsequenzen rechnen. Das ist richtig. Aber die Konsequenz kann nicht sein, dass er abends in eine Zelle gesperrt wird, die Cops sagen, wir gehen jetzt in den Feierabend, locken uns aus und dann vielleicht ist morgen mal jemand von der Justiz da und dann kannst du weiterspielen. Das kann nicht die Konsequenz sein. Also ich kann deine Seite auch verstehen natürlich. Deswegen auch diese JVA-Sache. Da habt ihr dann ganz andere Möglichkeiten. Wenn ihr den da einsperrt und der länger da drin bleibt, wie lange jetzt auch immer, das sei mal dahingestellt, aber das wird dann eher bekannt gegeben. Das wird schon wesentlich länger sein. Dann ist das ein ganz anderes Paar Schuhe. Nur so. Oder nehmen wir mal an, es ist jetzt jemand, der baut abends irgendwie Scheiße. Das ist gar nicht mal der Kriminelle. Ja? Das ist einfach ein Spieler, da ist irgendwas passiert und der wird erstmal zu Unrecht. Ich will euch das nicht unterstellen, aber es kann ja passieren, dass jemand auch mal zu Unrecht verhaftet wird. Das kann ja passieren. So, und dann lasst ihr ihn in der Zelle. Dieser Spieler hat jetzt aber gar nichts in Möglichkeit gemacht und ist dann so angewichst, dass er jetzt erstmal bis zum nächsten Tag nachmittags in der Zelle bleiben muss. Deswegen aktuell diese Regelung, weil wir haben halt keine Möglichkeiten, euch in der Zelle zu beschäftigen. Und deswegen auch die JVA. Das ist dann ein Kompromiss, den wir machen. Da sagen wir, okay, die Zeiten können wir auf jeden Fall ordentlich anheben. Die Leute können sich da beschäftigen, die können da Sachen machen. Und ich rede jetzt, halt, wie gesagt, nicht nur von dem Kreisrennen und Tanzen. Ja? Da sind dann schon ganz andere Sachen mit drin. Na gut, das war's dann von meiner Seite. Okay. Herr Lark. Hallo. Also, ich finde es aktuell ziemlich schwierig von dem, dass Krieg ausgerufen ist. Weil, wie ich es mitgekriegt habe, teilweise gibt es halt eine Liste und laut der Liste dürfen sie jeder abknallen, wo auf der Liste steht. Obwohl das halt nicht hundertprozentig jeder davon quasi in der Kopierung quasi drin ist gegen den Kriegführer. Ich finde das ziemlich schwierig, dann, dass dann unwissentlich dann Leute dann abgeknallt wird und dann so ganz gesagt wird, ja, die Liste lügt nie und alles mögliche. Ich finde das ziemlich schwierig. Mhm. Weil, ja, bin ich bei dir. Ja, weil ich habe das mitgekriegt gehabt, hier mit der Foodtruck-Situation habe ich gesehen.
ich fand das ziemlich schwierig, also wie soll sie sich verhalten? Ne? Sie wird umsingelt von Haufen Leuten und kriegt an den Kopf geschmissen, ja, du bist in der SCU und alles Mögliche, und sie konnte nichts machen in dem Moment. Ja? Man ist halt einfach zugebombt worden in dem Sinn. Ist halt total schwierig. Also unwissentlich, dass die Gruppe, wusste ich selber noch nicht mal, dass es Kriegsausklärung gegen uns gibt. Und das ist ziemlich schwierig für die Gruppierung, weil wenn man eine ganz normale Straße rumläuft und wird dann auf einmal abgeknallt, ohne Grund, naja, es ist kein Wunder, wenn die Leute dann direkt, sage ich jetzt mal, direkt zum Support rennen, weil sie sich RDM fühlen. Aber dann wäre die Konsequenz, dass sie zum Support mitbeteiligt bekommen, ne? Aber du hast schon recht, ich kann deinen Ansatz verstehen. Das Problem bei dieser ominösen Liste, die ja jetzt schon seit irgendwie Ewigkeiten uns verfolgt hier, ist natürlich, dass da im Prinzip jeder Name genannt werden könnte und darauf wird aufgebaut, ne? Ja. Der hätte genauso Peter Goldmann draufstehen können. So. Also ich kann deinen Ansatz schon verstehen, ja. Ich kann dir im Moment aktuell echt nicht sagen, was wir da machen. Da müssen wir irgendwie einen Weg finden, dass da eindeutige Beweise irgendwie gefunden werden auch. Also es ist sehr schwierig, aufgrund einer Liste, wie auch immer man jetzt an die Liste gekommen ist, soweit ich das weiß, gab es da einen legitimen Weg. Aber man weiß halt auch nie, ob dann die Wahrheit gesagt wurde. Hat der Spieler wirklich gesagt, wer jetzt in der SCU ist, oder hat er sich noch ein paar Namen, die er eh nicht abkann, dazu erfunden? Genau. Den Umstand kann ich verstehen. Das ist sehr schwierig, richtig. Da muss man irgendwas machen. Ich kann dir gerade jetzt noch nicht sagen, was. Ne, ist okay. Aber nur so, ich wollte nur kurz sagen, dass ich das ziemlich schwierig finde. Ne? Hast du vollkommen recht, ja. Sehe ich genau. Okay, dann war es das schon wieder. Okay. Sonny White. Ja, hallöchen. Gerade mal zurückzukommen auf den Talk zwischen Hebele und dem Kanar. Ja. Ich will erstmal loswerden, dass ich finde das Hebele-RP halt ziemlich geil. Ich finde, der lässt sich einfach nicht aus seiner Rolle bringen. Bleibt straight drin und sich mal handelt nur einfach, wie seine Opferrolle das machen würde oder wie man sich das vorstellt. Und er stellt sich halt einfach vor den PD und demonstriert. Und das finde ich halt als cooles RP. Mhm. Deswegen verstehe ich gar nicht, warum das so schlecht aufgegriffen wird. Klar kommt da halt ein Shitstorm auf die Polizei zu. Aber da frage ich mich halt auch, warum die Polizei das nicht aufnimmt und vielleicht einfach auf die Bürger zugeht über diverse Wege. Zum Beispiel das Radio wurde ja schon als Idee genannt. Dann kann ich eigentlich auch unterschreiben, was der Hebeler sagte, dass die Polizei mit der Situation überfordert ist. Ich meine, das wollen die vielleicht nicht gerne hören, aber ich sag mal, das kommt halt so rüber. Ich glaube, das sehen auch, sag ich mal, mehrere Leute vielleicht so, dass die Polizei in den jetzigen Status immer Hilfe braucht. Wie auch immer diese Hilfe aussehen mag, ob es wirklich die Armee ist oder ob sich da ein paar Leute noch zu entschließen, Polizei zu unterstützen, selbst wenn es nur temporär ist. Weil ich bin jetzt selber bei der Growth und ich finde, wir sind jetzt mittlerweile an so einen Punkt gekommen, wo auch die Growth auf jeden Fall mal auf den Sack kriegen sollte, damit sich das auch im RP einfach wieder ausgleicht und manchmal wieder eine gewisse Ruhe und ein gewisser Standard in den Kopfdienst wieder zurückkommt. Und darauf warte ich halt, sag ich mal, im RP ein bisschen. Also ich war jetzt auch die letzten Tage, wegen was Teller schon sagte, halt auch nicht auf dem Server. Aber ich denke mal, das wird sich jetzt auch erklären. Und wie gesagt, sowas sollte halt auf jeden Fall passieren. Klar, es sollte eine RP-Lösung sein. Das soll auch, sag ich mal, jetzt nichts Gescriptetes sein. Sonstige Geschichten, halt einfach nur so ein Denkanstoß für die Polizisten oder vielleicht auch für euch als Projektleitung. Das war dazu. Und durch diese Demonstrationen und durch die ganzen Sherry-Posts steht die Polizei jetzt, sag ich mal, in einem schlechten Licht. Ist ja kein Geheimnis. Hat der Kanal und so ja auch schon erkannt. Aber ich vermisse da so ein bisschen, so, jetzt letzte Tage viele Streams gesehen von Sherry, dass die Polizei vielleicht mal auf diese Leute zugeht und versucht, mein Kanal sagt jetzt, dass der Kernpunkt von diesen Demonstrationen ja der Hebele ist, aus seiner Sicht. Da verstehe ich nicht, warum er den Hebele nicht mal versucht zu kontaktieren, im RP auf ihn zugeht, wenn er jetzt ja nicht während seiner Demonstration, da war er ja gewissermaßen, sag ich mal, im Rage-Modus so und hat sich nicht mit sich reden lassen. Warum nicht einen Tag später oder zwei auf ihn zugehen, versuchen das zu schlichten? Weil wenn der Kernauslöser dieses gegen die Polizeistreits oder Streiks, wie auch immer, weg ist, dann wird sich die Lage auch beruhigen und die Bürger würden sich beruhigt fühlen und vielleicht weniger gegen die Polizei hetzen, versuchen die Polizei niederzumachen. Dann auch mal, um auf das Thema Growth zurückzukommen. Ich habe jetzt ein paar Telefonate, eins auch selber geführt, mitbekommen. Wer mit der Polizei, wer auch immer am Telefon ist, telefoniert, läuft es immer darauf hinaus, dass man die Parteien sich gegenseitig provozieren. Klar, wir spielen Hood-Charaktere, so, die haben halt eine große Fresse.
Aber die Polizisten, die, also es wird kein aus der Rolle fallen, unterstellen sein, aber die lassen sich da halt extrem mitreiten. Das heißt, die fangen auch an, voll zu provozieren. Der geht halt hin und her, Schlagabtausch, dann wird sich gegenseitig beleidigt, halt auf normaler RP-Basis. So, und da sind beide Parteien hochgekocht und beim nächsten Zusammenstoß knallt es halt. Dabei, ich verstehe nicht, warum die Polizei da nicht versucht, aus der aktuellen Lage vielleicht der Growth ein Angebot zu machen, so doof wie es auch klingt, um einfach die Situation zu schlichten. Einfach mal versuchen, vielleicht geht die Growth drauf ein und sagt, okay, ihr stuft uns nicht mehr als Terroristen ein, damit wir mal wieder ein bisschen Freiraum haben, uns nicht dauernd maskieren müssen und überall aufpassen müssen. Und wir hören dafür auf, die Cops dauernd hochzunehmen. Oder die Cops abzuknallen oder diesen Krieg gegen die Cops zu beenden. Weil das ist ja überall Spielraum. Ich finde, der Spielraum wird halt nur nicht genutzt. Es wird sich halt zu sehr auf diese offensichtlichen Dinge versteift. Und dadurch, finde ich, geht halt dieses langwierige EP, was ich mir wünsche, was, denke ich, wofür der Rest halt auch hier ist, ziemlich unter. Mhm. Weil es endet halt immer in diese blöden Schießereien. Okay. Wollen wir direkt Herrn Heiter auch mal dazu holen, dass er sich vielleicht dazu äußert, wenn er möchte? So, klar, warum nicht? Okay. Wollte nichts gegen. So, also, ich möchte erstmal zum Hebele sagen. Das, was er im RP macht, ist ein gutes RP. Und er regt mir zwar tagtäglich im RP auf, aber das, was er macht, ist gut. Und darum brauche ich gar nicht mehr dazu sagen. Was die Verhandlungen mit der Growth angeht, also gut, Terroristen verhandeln, kann jeder sehen, wie er will. Das nächste ist, wir hatten an diesem Tag, als diese Gefahrenzone am PD war, waren wir zweimal in der Grove Street. Zweimal. Einmal war tatsächlich keiner da. Haben sich gerade wohl neue Leute besorgt, alles gut, sind wieder abgerückt. Das zweite Mal mussten wir wegen Kopfschmerzen wieder zurück. Und einen Tag später, einen Tag zuvor, ich weiß nicht mehr, waren wir auch in der Grove. Fahren wir im Riot rein. Zwei SWAT-Beamte im Riot, ein Fahrer, zwei Streifenwagen der Seitengasse. Die Growth zu 4 zu 5. Klar, logische Konsequenz der Growth, wir hauen ab. Was aber dann passiert, und das muss ich jetzt mal echt deutlich sagen, und das ist nicht gerade da zum ersten Mal passiert, sondern das ist wirklich, man kann es nachverfolgen und kann wirklich die Uhr danach stellen, ist die Growth in der gleichen Anzahl oder eventuell einer zu wenig, also sie wissen 100%, jetzt würde sie kassiert werden, wird sich ausgelockt, und der ganze Abend im TS verbracht. Und das ist nicht einmal passiert. Das ist schon öfters passiert. So, wir setzen dann unser RP fort, wir wissen es nicht, und halten dann sogar noch 3 Stunden weiter das BD unter Verschluss. Obwohl jeder weiß, hey, die sind schon lange nicht mehr da und die werden heute auch nicht mehr kommen. Also, am besten Wille. Überfordert könnt jeder sehen, wie er es möchte. Ich sage euch ganz ehrlich, und da muss er leider wieder auf die Haftzeit kommen. Gut, wird geändert. Der Notstand ist nun mal ausgerufen worden auf dessen, dass wir sie nicht in den Griff kommen. Das ist richtig. Warum bekommen wir die nicht in den Griff? Weil wir sie gar nicht im Griff halten können. Überlegt nochmal folgende Situation. Ich weiß, Haftzeit, schwieriges Thema. Aber folgende Situation. Kurz auf, ja, bitte. Darf ich kurz unterbrechen? Kurz. Du sagst zu viele Sachen. Ich möchte einmal kurz auf zwei Sachen antworten, sonst vergesse ich das. Ja. Wo du weiter erzählst. Das mit den TS ausloggen, kann ich nichts zu sagen. Ich bin da jetzt ein paar Tage. So ist es euch noch nie gemacht. So ist es euch selber auch noch nicht mitbekommen. Da kann ich nichts zu sagen. Dann, Moment, hast du gerade noch gesagt gehabt? Einmal Grove. Achso, mit denen im Knast. Ihr hattet mich ja den Tag im Knast. Ihr habt mich ja den Kokerfeld daher gekriegt. Ihr hattet mich aber auch von 17.30 Uhr bis, ich glaube, 22:45 im PD. Also ihr hattet mich ja schon 5, fast 6 Stunden aus dem Verkehr gezogen. Im Kokerfeld? Ja. Hast du zwischendrin dich ausgelockt und hast geschlafen? Ich, ne. Ich stand da, 1,5 Stunden. Also entweder habe ich das anders im Gedächtnis oder ich verwechsel dich jetzt, aber wir haben dich da kassiert. Und aufgrund dessen, dass die Situation uns einsichtig war, konnten wir dir eine Kaution verweigern bis 60 Minuten. Und genau. Ich weiß noch ganz genau, das war 18.30 Uhr, war deine Zeit um. Und ich glaube dann, okay, 18.45 Uhr warst du wieder raus. Nee, warst du nicht raus, stimmt. Nein. Weil dann ist ein Richter gekommen und hat direkt deine Verhandlung gemacht. Ja, richtig. Mir wurde ja nicht mal die Untersuchungshaft angerechnet. Die stand da ja wirklich bis 22.37 Uhr oder so.
Er hatte mich ja schon lange aus Verkehr gezogen. Er hat mir auch eine Bußgelder von 140.000 aufgedrückt. Nicht wir. Sag nicht ja. immer wir. Ach so. Ja. Das war die Justiz. Das ist ja nicht böse gemeint. Du wärst ja vollkommen nach 60 Minuten auf Kaution rauskommen, dann kam die Justiz und hat eine Verhandlung gemacht. Wie lange die geht, das kann ich nicht mal sagen, weil ich glaube, ich war dann irgendwann gar nicht mehr online. Das ist dann aber nicht der Polizei-Sache. Und dann sei doch froh, hey, du hast ja deinen RP-Cut, nicht so, als wärst du da rumgegammelt. Du warst im Knast das war auch kein und hast deine Verhandlung. Das war auch kein Beschweren. Ich fand das auch geil. Ich war da zufrieden. Ja, also. Ich habe dann noch einen Gefängnisnachbar bekommen, mit dem ich mich unterhalten habe, wo wir gegenseitig gegen die Polizei pöbeln konnten. Ja. Das war ja gut. Nur ich wollte dann dir sagen... Und hätte jetzt nicht drauf geantwortet, wie wäre das für den Rest der Leute, hier wieder rüberkommen? Ja, fuck, der war so lange im Knast. Nee, das war vollkommen legitim. Das wäre wieder gewesen. Nee, bloß nicht. Das war absolut legitim. Bei mir wurden Sachen gefunden, Waffe und so ein Shit. Also ich war zu Recht auf jeden Fall die Zeit im Knast. Das ist keine Frage. Aber ja, ich wollte nur sagen, dass es nicht so ist, dass alle nach einer halben Stunde wieder rauskommen. Weil ich da schon... Ja. Zweimal jetzt so eine längere Zeit saß. Aber das war legitim und dann Zeit halt auch froh, wenn für die Verhandlungen Zeit genommen wird. Man könnte auch hingehen und sagen, es war ja eigentlich eine eindeutige Sache. Ne? Wenn ich auf dem Koka-Feld erwischt, es geht nicht mehr deutlicher und dann kriegst du noch eine Verhandlung, kriegst deinen RP, ist doch alles cool. War auch cool, das war auch keine Kritik, das war, sag ich mal, einfach um dir zu sagen, dass sowas auch passiert, dass wir länger da ja, drin sitzen. Ja, dass das natürlich nicht cool immer so funktionieren kann, ist auch klar, weil wie Polizei hat auch die Justiz dann nicht immer die Kapazität, um zu sagen, hey, ja, ihr habt einer, oh, passt, wir sind auch alle da mal auf Verhandlung. Das geht natürlich leider nicht. Trotzdem finde ich einfach, und da bin ich fest davon überzeugt, hätten wir da andere Gesetze, hätten wir da andere Möglichkeiten. Und wir könnten auch mal die Grove innerhalb 2 Tage oder von mir aus auch 3 Tage einfach anfangen zu schwächen, indem wir einfach Leute von ihnen im Knast haben, ich spreche ja immerhin von Terroristen, wäre mir sicherlich Herr der Lage geworden. Aber wenn du halt jemanden rauslässt nach 30 Minuten, sind die nach 30 Minuten wieder genau die Mannstärke, wie sie davor waren. Und du kannst innerhalb der 30 Minuten nicht nochmal reagieren, weil da war eine Schießerei. Und das ist einfach das, die Summe von der Grove, egal ob du sie eingeknastest, und ich weiß gar nicht, wie oft mir sie schon eingeknastet habe und ihr das gar nicht mitkriegt, weil wir können es leider nicht veröffentlichen, ist im nächsten Tag, hast halt einfach wieder die aktuell gleiche Situation, weil die Leute wieder raus sind. Und wie am besten Wille, wer jetzt eine Idee hat, fordert Talkbauer an und sagt mir, wie soll die Polizei das in den Griff kriegen, wenn innerhalb 30 Minuten die Grove Street wieder die gleiche Mannstärke hatte wie zuvor. Wie kriegen wir das in den Griff? Daher unter den Voraussetzungen nicht wirklich. Ne, da müssen halt Gesetze geändert werden. Genau. Oder es da müssen Gesetze geändert werden, da müssen mehr Sachen eingebaut werden. Und dann kann man auch sagen, die Polizei kann da irgendwie aktiv werden, weil es macht so keinen Sinn. Die Situation und das mit dem Beleidigen, muss ich auch mal ganz klar sagen. Also ich weiß nicht, ob ihr es kapiert habt, aber bei uns hat es funktioniert. Ich habe euch so beleidigt und euch so lächerlich gezogen am Telefon, dass ich wusste, hey, die lassen sich das nicht gefallen und kommen jetzt vors PD. Weltklasse, wir in unsere Position im PD, wir natzen sie alle weg und das war auch das Ende vom Lied. Wie viel waren von euch da und wie viel von der Cops? Also ich weiß, von der Cops waren 0. Von der Grove waren 4, aber ihr habt uns ja nicht bekommen. Ihr hättet es stürmen sollen, das Parkdeck. Dann hättet ihr Leute gehabt, das die... Das Parkdeck stürmen? Ihr lagt alle auf dem Parkdeck. Es sind 2 vom Parkdeck runtergekommen. Ich weiß, 3 wurde vom Sniper erledigt. Ich habe einen hinten weggeholt. Es waren 4, die oben auf dem Parkdeck waren. Plus 2 auf dem Dach. Ja, aber die waren ja niedergeschossen. Warum habt ihr die nicht festgenommen? Weil warum schickt er denn? Reagieren konnte, gut, da gibt es jetzt auch eine Lösung dafür, aber Mülleimer kannst du nicht festnehmen. Ganz einfach. Auch so eine Sache. Aber daher gibt es jetzt auch eine Lösung dafür, da brauchen wir drüber diskutieren, ist auch eine gute Lösung. Das ist richtig, aber 2 Leute von denen, oder 3, waren es sicher, wurden ja mit einem RTW zum Krankenhaus gebracht und die haben wir ja dort befreit. Weil es, nein, nur einen nein, nein, nein. Es wurde James Chains ins Krankenhaus gebracht. Es ist richtig, ja, er wurde alleine dahin gefahren. Auf welchem Befehl und wie das passiert ist, weiß ich bis heute noch nicht in-game und auch nicht OOC. Wie man auf diese Idee kommen kann, unser Millionen-Dollar-Baby alleine zu den Medics zu fahren. Das war ein ganz klarer Fehl von uns. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wir hatten dann 2 auf dem Parkdeck, da sind wir vorgerückt, haben die einkassiert und waren auch im Knast. 30 Minuten später waren sie wieder in der Grove. Okay, aber ich glaube, wir schweifen gerade irgendwie ein bisschen vom Grundsatz ab. Ja, und ich habe auch vom Blätterfaden verloren, muss ich sagen. Ja, das Problem ich gerade auch. Ja, wenn ihr die Diskussion weiterführen wollt, könnt ihr euch ja gerne in Talk chatten. Nee, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch mal schlecht, dass manche Leute es einfach hören. Ja, absolut okay.
Bisher ich habe noch eine. Ich wollte jetzt noch irgendwas sagen, ich habe es komplett vergessen. Da darf ich kurze Zwischenfrage stellen. Bitte. Ich habe ein RP-technisches Problem mit der Fußfessel. Und zwar war ich ja an den besagten Tag da im Knast für diese 5 Stunden insgesamt, was ja absolut legitim war und gut war, bevor wieder irgendwas Falsches verstanden wird. Wurde mir gesagt, ich bekomme jetzt eine Fußfessel und ich fragte den Herrn, der mir die geben wollte, ob ich die jetzt denn schon habe. Er verneinte mir dies und meinte, ich werde die gleich umtun. Hat mir aber erst einmal meine Sachen wieder gegeben, wir sind nach oben gegangen, aber dann kam nichts mehr. Das ist das Problem. Das ist ja was Virtuelles da in-game. Ich kann das ja jetzt nicht spüren, ob ich jetzt diese Fußfessel da habe oder nicht. Und ich jetzt keinen Plan habe, ob der Typ das vergessen hat oder ob ich diese Fußfessel habe. Boah, ich habe keine Ahnung, ob ihr eine Meldung bekommt. Wir bekommen eine Meldung, Fußfessel angelegt und bekommen eine Nummer von der Fußfessel. Er bekommt eine Meldung. Ich kann aber gerade gucken, ob eine. Moment. Weil das ist jetzt so das Problem. Ich will es halt gerne im RP herausfinden, aber ich weiß nicht wie. Weil ich kann da schlecht die Cops anrufen und sagen, jo, habt ihr vergessen, mir das Ding umzulegen? Ja, ich könnte das sagen. Ich habe keine Möglichkeit, das rauszufinden, ob du einer hast. Okay. Weil wir halt nicht sowas haben wie ein Charakterübersichtsbildschirm, wo drin steht, ja. Dein rechtes Bein ist angeschossen, deine Schulter ist ausgekugelt und du trägst eine Fußfessel. Also laut Fußfessel-Datenbank trägst du keine. Okay. Ja, du wirst ja auch verurteilt, dann gibt es eigentlich auch keinen Sinn. Außer Kaution, ich war wirklich nicht dabei, ich kann das nicht sagen. Doch, ihr wartet auf euer Geld, das ist das Problem. Ich habe ja geblufft und habe gesagt, keine Strafe nicht. Ja, das ist das Nächste, du gehst runter und sagst, hey, Kaution 80.000. Ja, schön, ihr habt da ein Fahrzeug, kann ich euch gleich bringen. Weißt, selbst auf die Kaution wird ihr eigentlich geschissen, RP-technisch. Wo dann auch wieder denkst, ja, am liebsten würde ihr jetzt einfach wirklich Geld andrücken. Ja, aber ich wollte das richtige Bußgeld vor mir haben, diese 140.000. Und da habe ich eigentlich auch immer noch auf Cherries, habe ich immer wieder gescheckt. Ich dachte jetzt eigentlich, dass vielleicht jetzt mal vom Gericht hier so eine öffentliche Fahndung kommt, dass ihr mich sucht, weil ich mein Bußgeld nicht bezahlt habe. Das sind halt so irgendwie so gewisse Möglichkeiten, die immer so ein bisschen auf der Strecke geblieben, auf der Strecke liegen lassen werden. Ja gut, aber im Prinzip, du kriegst eine Verurteilung von der Justiz und hast dann eigentlich deine Strafe bei der Justiz abzugeben. Oder bei uns. Wenn wir aber keine Meldung dann halt wiederum kriegen, hey, der hat nicht bezahlt. Also da müssen wir mal eine Lösung dran arbeiten, ja. Das stimmt. Also ich würde eventuell mal vorschlagen, also ich finde das gut, dass ihr das jetzt mal öffentlich gesprochen habt, so hat auch jeder mal einen Eindruck. Ich glaube, wir halten das ja auf, oder? Ich würde wirklich vorschlagen, dass mein Kind A nicht so schreit und B, dass sich mal die Polizei und die Grove auch mal vielleicht zusammensetzen, wenn da Redebedarf ist. So, ja gut, das machen wir aber tatsächlich. Im Gegensatz zu allen anderen kommen die Grove tatsächlich zu uns im Kanal und wir auch zu ihr hoch. Ja, und vielleicht auch mal mit der Justiz zusammen. Also wenn da Missstände sind, die ihr ändern müsst, dann macht es ruhig. Also dann besprecht es. Und Ronan ist dann ja als Justiz wahrscheinlich auch dabei. Und wenn da Sachen sind, dann macht es. Also wir wollen das ja so haben, dass ihr alle sagt, okay, das ist vernünftig, so können wir das machen. Ja. Das wäre jetzt mal so der Ansatz, den ich vorschlagen würde. Ich meine, wir können natürlich jetzt auch 2 Stunden weiter mit Grove. Ich finde es, also verstehe Sie falsch, ich finde es gut, dass es mal so offen angesprochen wurde, auch wirklich, dass auch jeder mal, auch normale Spieler, das alles mal mitkriegen. Ne? Auch wie die Polizei ist. Ich würde noch gern eins sagen. Ja. Nicht, dass das falsch verstanden ist. Also, ich habe persönlich gegen die Grove gar nichts. Das ist momentan unser einzigster Auftraggeber. Gelegentlich an Tage ist einfach ein bisschen too much. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Aber im Prinzip, so wie ich es mache, wenn es vielleicht um die Hälfte machen würde, wäre es perfekt. Was hat sich doch schon gebessert mit der Frequenz, oder? Ja, ja, nee, alles gut. Darüber haben wir auch gesprochen. Aber unser Hauptproblem ist nicht die Grove selber. Mhm. Das war's jetzt aber. Ja, Dieter, ich habe auch nichts mehr. Gut, da unten sind 2 Talkpower, die auch nochmal das Polizeithema ansprechen. Ja, dann nimm die doch mal ran. Willst du dann vielleicht direkt mit da bleiben? Ja, klar. Dann mach du das mal, ich bin Pinkel. Ich muss nur gerade mal gucken, wie ich hier rechte Maustaste auf den Arm Talk Power vergeben. Ah. Jetzt zeitlich nicht, welche der erste war, ich mach das alle mal rein, ne? Der Mike. Hallo. Ja, es geht nochmal um die Sache wegen dem Polizei anrufen, falls irgendwas ist. Besonders weil mein Charakter ja auch ganz schön Schiss vor den Grünen hat. Das weiß, glaube ich, jeder Grüne. Das wird bestimmt sofort irgendwie gefragt, hat der Mike wird Angst vor den Grünen. Auf jeden Fall
Meiner hat Angst vor diesen Leuten. Und natürlich weiß er, wenn die maskiert kommen, dann kann es zu Problemen kommen. Und mein Charakter informiert natürlich die Polizei, das ist jetzt OOC-Wissen, ne? Ich wünschte mir manchmal echt, dass das irgendwie mal öfters mal passiert, dass irgendwie mal Leute, die sehen, dass andere Leute Straftaten begehen. Das heißt zum Beispiel, mitten auf dem öffentlichen Platz mal seine Waffe präsentieren, wie schön, ach so schön sie glänzt. Oder andere Leute irgendwie ihre Waffen präsentieren. Sollte man irgendwie mal, also auch nicht, mal kritisch hinterfragen, ob das denn so schlau wäre. Ebenso auch habe ich gemerkt oder auch gesehen, dass sehr, sehr viele Leute, aufgrund, dass sie die Polizei irgendwie nicht als öfters sehr korrupt und auch als sehr, wie man sagen, unfähig betrachtet, dass sie wahrscheinlich auch deswegen die Polizei nicht rufen. Das ist vielleicht ein Hauptgrund, wo ihr vielleicht mal euer Image irgendwie aufbessern solltet. Ich weiß, ihr habt einen schweren Job, das will ich gar nicht verneinen. Auf jeden Fall, dass ihr da vielleicht mal guckt, dass ihr euch mal ein bisschen kompetenter gibt. Und dann werden wahrscheinlich mehr Leute mal die Polizei rufen. Der Flo hat auch mal angesprochen, das ging um diesen Stream, wo irgendwie drei Leute zugesehen haben, wie so ein Grüner einfach mal so ein Auto mitten auf einem belebten Platz einfach mal knackt. Das habe ich nämlich gesehen, ich war mitten auch beim Stream, habe mitgeguckt. Das war meiner Meinung nach auch sehr grenzwertig und das... Da sollte sich jeder andere auch mal überlegen, falls man wirklich sowas sieht. Man hört ja auch dieses Aufknacken, ne? Das hört man ja wirklich, dieses Aufbrechen. Ruf doch einfach mal die Polizei. Man sagt nicht, ach, das ist doch sowieso unnötig. Macht's einfach mal. Ne, ich kann es euch, jeden von euch mal irgendwie mal empfehlen. Interagiert mal mehr mit der Polizei, wenn ihr wirklich Straftaten entdeckt. Ne, das wäre einfach mal schön. Dann fühlt sich die Polizei vielleicht auch mal wieder so ein bisschen, was auch nicht. Wäre schon wieder ein bisschen besser. Und noch eine andere Sache ist, ich hab öfters gesehen, dass die Polizei, dass die Grünen oder halt auch andere Leute, die kriminell sind, müssen nicht mehr die Grünen sein, wenn sie eingeknastet worden sind, das hat aber auch schon jemand angesprochen, die wurden eingeknastet von der Polizei und dann, wenn sie irgendwie gerade, was auch nicht, gerade irgendwie auf einen Attest oder ähnliches warten oder auf andere Sachen bei der Polizei, dann reden die mit den Leuten, die sie eingeknastet haben, so als wären das irgendwie ganz normale Leute, ne? So, hallo, ja, wie geht's dir und so. Obwohl diese Menschen, die bei der Polizei arbeiten, denen so gesehen die Freiheit beraubt haben. Dass sie, die reden einfach so, als wären das ganz normale Leute. Seid mal ein bisschen böse zu der Polizei. Ich weiß nicht, das sehe ich halt öfters, dass die einfach, ja, komisch sind zu der Polizei und einfach sagen, ja, ist halt so. Die verhalten sich halt nicht öfters wie Gangs oder wie Gruppierungen, die halt auch die Polizei nicht so gerade positiv gegenüberstehen. Das muss man mehr zum Ausdruck bringen. Das ist ganz wichtig, finde ich. Ja, danke. Das war alles. Ja. Ja, bitte einfach mal. Jax, gibt es da irgendwas von deiner Seite, was du hinzufügen möchtest? Das mit der Kommunikation im Knast, gebe da vollkommen recht. Das geht aber von beiden Seiten aus. Mhm, ja, klar. Das ist nicht nur die Crow, das sind auch zum Teil die Polizisten. Und da sieht man oft als deutlich, dass für mein Gefühl hier dann das RP kurz ausgeschaltet wird. Mhm. Genau. Ja, es ist grenzwertig für mich. Ich schnapp mir die Leute gerne im TS und sage das denen. Für mich ist es kein Supportfall jetzt zum Beispiel. Mhm. Was jetzt zum Beispiel das angeht, kommt mehr zur Polizei. Das ist das, was man schon, ich weiß nicht, wie oft gepredigt habe. Ich kann nochmal ein Beispiel nehmen. Ein Sepp Meier, dem wurde ihr Fahrzeug entwendet, plus zwei Schlüssel, plus Fahrzeugscheine, plus 400 oder 4000 Dollar, weiß ich nicht mehr. Hat es bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Wir sind mit ihm hoch in sein Taxiunternehmen, habe alles angehört, habe alles aufgenommen und 4 Stunden später hat er alles zurückgehabt, weil die Polizei dann ermittelt hat, den Täter festgestellt hat. Gut, mir wusste der Name, das hat es ziemlich einfach. Aber mir habe direkt reagiert und innerhalb 4 Stunden hat er seine Schlüssel gehabt. War zwischendrin 4 Stunden sehr schön zu spielen. Ja. Und das sind einfach die Sachen, da können wir aber nur machen, wenn jemand kommt, auch sagt, ja, Leute, hier ist eine Anzeige, ich will meine Sache zurück.
Da bringt uns zum Beispiel nichts, wenn der Kopfgeld auf irgendwelche Leute ausgerufen wird, weil irgendwo ein Fahrzeug steht. Also kommt, macht eine Anzeige und die Polizei wird euch helfen. Ihr werdet wahrscheinlich überrascht sein. Ja, man muss auch sagen, ich habe jetzt innerhalb einer Woche 2 Anzeigen gegeben. Oder so gesehen, 2 Anzeigen gemacht. Macht es auch mal. Ist manchmal sehr interessant. Die Polizei hält wirklich einem zu. Öfters mal. Dazu möchte sich der andere Jax auch noch äußern. Ich gebe mal kurz eine Talkpower. Jax? Ja. Oh. Ja, jetzt hört ihr mich. Also ich habe jetzt nicht alles gehört, was du gesagt hast, Mike, aber die eine Sache, wozu ich mich auf jeden Fall äußern möchte, ist, glaube ich, dieses Gespräche zwischen Polizei und Gang. Ich glaube, Hightower und sowohl Hightower als auch Kanar wissen ganz genau, dass Chains und ich im Knast sitzen, jede mögliche Beleidigung von unserer Seite. Der Hass des Todes. Ja, ist das schön. Das ist einfach wirklich so. Also ich weiß nicht, was ihr da, also ob ihr da überhaupt noch andere Leute festnimmt außer uns so, wie reagieren auch, im Knast, das weiß ich nicht. Aber jetzt wir auf jeden Fall, ich glaube, James und ich sind diejenigen, die jetzt am meisten Krach, glaube ich, im Knast machen, wenn es zu weit ist. Ja. Okay, ja gut, ich bin ja... Ich denke manchmal ist sogar Hightower so weit, uns aus dem Knast freizulassen, weil er keinen Bock mehr auf uns hat. Ich gehe dann einfach mal kurz raus und rauche eine, ja. Ja, nee, ich sehe halt nur die andere Seite des Gitters, ne? Und da sehe ich halt oft, dass da zum Beispiel zwei Leute mal waren. Die waren offensichtlich schon mal festgenommen worden und die haben mit der Polizei, glaube ich, mal ganz normal geredet, als wären es normale andere Bürger. Und nicht irgendwie mal so ein bisschen, ja, nicht mal einen dummen Spruch oder so rausgelassen. Also, was auch nicht, ist irgendwie ganz komisch. Weiß nicht, für jeden Mal, wenn ihr irgendwie mal Stress mit der Polizei habt, seid auch mal böse zu denen. Ja, ich denke, den Kopf, der schreibt gerne mal die Beleidigung auf. Ich denke, die Message ist angekommen. Ja, gut, ja, ist okay. Ist okay. Und wir haben da noch ein paar andere, die sich auch zum Thema äußern. Ja, was ich aber noch ganz, bevor du jetzt meinen Talk abnimmst, was ich noch sagen wollte. Ja, alles gut. Was ich noch sagen wollte ist, ich glaube, es war davor jetzt, was habt ihr gerade gesagt, mit dem, dass wir uns ausloggen, Hightower. Ja. Das wollte ich noch, ist jetzt zwar ein bisschen spät, aber, ich weiß nicht, wann du das jetzt meinst, dass wir uns ausgelockt haben und an dem TS saßen den ganzen Abend so. Weil ich glaube, so einen Abend gab es bei uns noch gar nicht, dass wir mal Samstag. Den ganzen Tag immer nur im TS saßen. Am Samstag, ja, es war am Samstag. Es war schon öfters halt auffällig, ich will es euch jetzt auch nicht unterstellen. Aber ich bin auch schon öfters auf angesprochen worden. Oh, war klar, dass mir nichts machen konnte, ich sitze ja schon wieder im TS den ganzen Abend. Nach dem Einsatz. Das will ich euch jetzt nicht unterstellen, das ist aber auch sowas, was uns auffällt, ne? Und wenn ihr halt nicht da seid, können wir auch nicht mehr reagieren. Das soll jetzt keine Unterstellung sein. Es ist aber also nach 0 Uhr, sind James und ich meistens immer weg. Also sobald Sonnenwende 0 Uhr sind wir weg. Und mittags halt, wenn wir mal zum Essen oder so gehen, dann sind wir auch weg. Aber ansonsten sind wir nicht durchgehend auf dem Server. Ja, und wie gesagt. Jetzt vor ein paar Tagen. Das haben auch Leute schon zu mir gesagt. Ich will es euch nicht unterstellen. Und mir ist halt auch, als man da eine Grove war und ihr hinten raus abgehauen seid, war er dann der Rest vom Abend im TS. Ich will es jetzt aber echt nicht unterstellen. Alles gut. Ich denke mal, da können wir auch noch in dem geschlossenen Justiz-Gang-PD-Kreis auch nochmal drüber reden. Ja, einfach, dass wir noch andere Sachen hier. Ja, mache ich. Alles gut, danke dir, Percy. Ja, kein Thema. So, dann haben wir noch mehr mit dem Stichwort Fuzilei. Andere. Mal hinten, der Herr Seed möchte sich. Vorsicht, der ist wieder breit bestimmt. mir geht es halt darum, zu diesem negativen Feedback der Zivilisten. Ich kenne ehrlich gesagt keinen einzigen Server, ob das ein Alternate ist, der ein Polizeistaat ist, oder ein GVMP oder ein Project 5, was mehr von Gangs beherrscht wird. Du bist als Polizist, glaube ich, für 2/3 der Bevölkerung immer der Arsch. Sobald mir ein Krimineller was Böses tut, finde ich auch die Polizei scheiße, bis sie mir was Besseres getan haben. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, von dir erwarte ich mittlerweile schon Dislikes. Das ist dein Charakter. Ja, und es ist auch völlig okay. Ich will ja jetzt nicht nur von mir ausgehen, aber das ist, glaube ich, so ein allgemeines Problem, sodass die Polizei auch unter der zivilen Bevölkerung einfach
unbeliebt ist. Also da muss von der Polizei wirklich viel getan werden, damit das anders ist. Es ist völlig egal, auf welchem Server, die Polizei ist generell nie da und generell unfähig. Und der Chief ist sowieso nie da. Das ist egal, wo ja, genau. Es ist überall dasselbe. Mir geht es aber nur, ich habe da sonst kein Problem mit und ich sage es euch ja ganz ehrlich, es geht mir dann ziemlich sehr weit am Arsch vorbei, weil das einfach so ist und einfach dazugehört. Aber das geht jetzt speziell, seit diese terroristische Organisation ausgerufen ist, geht es halt nur noch dagegen. Mhm. Und das war so der Schlagpunkt, wo eigentlich alles angefangen hat, was meiner Meinung nach auch nie hätte ausrufen gedürft werden. Die andere Seite von mir jetzt betrifft eigentlich die Gangs, dass man halt einfach von sich selber sagt, okay, ich merke, die Polizei ist überfordert. Ich trete halt einen Schritt zurück. So, wir hatten hier eine Zeit lang, da wurde alle 2-3 Tage irgendwie von einer Gang oder irgendwelchen Kriminellen Scheiße gebaut und damit kam die Polizei klar. Und da muss man eigentlich so ein Eigenverständnis haben, zu sagen, okay, die sind überfordert, ich muss ein bisschen zurücktreten. Ja, guter Ansatz. Vielleicht darf ich ganz kurz noch was aus meiner Sicht dazu sagen. Ich habe auch ein paar Projekte gespielt und auch 2 betreut, bevor ich zu Cherry bin. Das ist grundsätzlich wirklich so, dass die Polizei immer den schwarzen Peter hat. Egal auf welchem Projekt du bist, die Polizei ist grundsätzlich immer an allem schuld. Das ist so der Tenor, der überall herrscht. Ich glaube, das ist nicht nur hier so, das hast du wirklich überall. Ich schätze mal, durch Cherries ist es auch wesentlich mehr visualisiert, ja, als wenn sich die Leute auf der Straße unterhalten. Ne? Da kriegt man ganz viel mehr mit. Natürlich. Du hast das hier halt auch nicht, dass die Gangs sich gegenseitig irgendwie reduzieren, weißt du? Du hast meistens eine Gang, die hat die komplette Überherrschaft. So, während du auf anderen Servern viele Gangs hast, die sich gegenseitig einfach das Leben schwer machen, was halt auch die Polizei irgendwie entlastet. Also wir haben ja nun, das mal verwechseln noch kurz, wir haben ja mit den Gangs gesprochen, da könnt ihr euch ja sicher alle dran erinnern. Wir haben ja gesagt, wir haben viele Ideen für die Gangs, würden das auch bauen, aber dafür müssen wir ja halt erstmal die grundsätzlichen Probleme im Griff kriegen. Ne? Ja, klar. Wenn das gegeben ist und wir sagen, okay, ist wieder cool, Moment, Tür zu machen. wenn das gegeben ist und wir sagen, okay, wir haben jetzt halt auch wieder richtig Bock, so dann werden da auch sicherlich mit der Zeit irgendwann viel mehr Möglichkeiten kommen. Ja, da gibt es ja wirklich noch viele Ideen, die wir aufgeschrieben haben und auch schon drüber gesprochen haben, was wir auch in der Gangsitzung hatten, wo coole Ansätze bei sind. Aber dafür müssen wir erstmal die grundsätzlichen Probleme in den Griff bekommen und nicht, dass wir irgendwie jeden Tag dann so einen Sonnenhals haben, dass wir sagen, gleich ist vorbei hier. So, ja. Das nur mal dazu erwähnt kurz. Ja, Herr Sieg, möchtest du sonst noch was sagen? Nö, das wär's sonst. Märchen. So, dann haben wir noch einen letzten Polizeier, bevor es etwas vom Thema abschweift. Mhm. Herr Svensson. Ja, hallo nochmal. Erstmal einen schönen Gruß an den Herrn Hightower. Mein Burnout vor 3 Wochen war mit 80 vorm PD. Andere Sache. Es wird ja momentan, ich kriege es ja auf der Straße als Charakter auch mit, ziemlich gegen die gewettert. Mag Gründe haben, mag auch keine Gründe haben bei den betreffenden Person. Was mir aufgefallen ist, gilt jetzt für einzelne Polizisten, dass wenn man mit denen redet oder da anruft, mal sind es jetzt mal ein bisschen biestig antworten. Als die erste große Schießerei war vor dem PD, da führe ich das mal auf den Stress zurück, ich weiß nicht, wer da am Telefon war, habe ich angerufen, weil ich gerade aus dem Hotel kam und bewaffnete Leute vom PD gesehen habe, die keine Polizisten waren. Und derjenige hat sich aber Gott sei Dank sehr schnell gefasst und hat das dann gedreht und hat mich dann gefragt, ja, wie viele sehen Sie denn? Wo stehen die genau? Hat mich dann im Prinzip als Beobachter so gesehen hinzugenommen. Das war halt eine schöne Sache. Fand ich echt cool. Das war ein schönes RP, weil man halt als normaler Bürger, sag ich mal, auch mal der Polizei helfen konnte. Andersrum, mein Charakter hat ja Polizei jetzt nicht wirklich Probleme. Im Gegenteil. Und ich fände es gut, wenn die Bürger auch mal versuchen würden, die Polizei so ein bisschen zu machen. Oder denen eine kleine Überraschung zu machen oder sonst irgendwas. So, vielleicht erinnert sich der Herr Hightower noch, ich habe vor 3 Wochen oder so bin ich in eine Verkehrskontrolle geraten und eine Stunde später in im Prinzip die gleiche Verkehrskontrolle nochmal.
und war dann halt als Charakter so begeistert von der Sache, dass die am Ball bleiben und immer noch kontrollieren, dass ich der ganzen Runde dann Kaffee spendiert habe. Ja, ist richtig. Das sind halt so Sachen, da sollte man sich vielleicht als dem Charakter mal überlegen, ob man, was weiß ich, war mal Tag im Start und die Polizei kontrolliert seit 2 Stunden da eine Autobahn oder so, dass man dann nicht hingeht und sagt, hier, Kofferraum ist voll Wasser, bedient euch, ihr macht das gut so, oder? Halt ja, irgendwas in der Art, auch um auch zu zeigen, dass man die Polizei auch mag. Jo, ja, guter Ansatz. Guter Ansatz, der, ist der, aber, glaube ich... Der Foodtruck zwar arm, aber ansonsten... guter Ansatz, aber ich glaube, das müssen die Charaktere für sich halt auch leider im RP entscheiden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Grüner sagt, hey, coole Arbeit, hier ist ein Kaffee, mein Freund. Ja, oder nee, kann aber gerne vorbeikommen. Das müssen ja nicht die Grünen sein, das müssen halt die Bürger von sich aus sein, ne? Ja, also natürlich, wie gesagt, Polizei, das ist, hast du auf allen Projekten, irgendwo sind sie immer der Boomer und so. Natürlich wäre es cool, wenn sich das ein bisschen fängt so. Ich finde es auch gut. Aber ob Herr Hightower einen Kaffee von Herrn Goldmann annimmt, weiß ich noch nicht so genau. Aber Goldmann schwierig. Ja, ja. Nee, okay. Nee, gut, Herr Svensson, haben wir. So. Dann ja, machen wir jetzt, denke mal, das LSPD-Thema haben wir jetzt auch relativ ausführlich besprochen. Ja. Der Herr Sommer wollte zu dem Thema noch. Ach du großes Elend, auch ausgerechnet der. Wo ist er denn? Ach du Scheiße. Sommer, sprich und halt dich kurz. Ja, ich hoffe, man versteht mich. Oh Gott, oh Gott. Was ja, ich bin auf Arbeit. Ja, alles gut. Ich habe nur ein ganz kurzes Thema und zum Beispiel zu Hightower. Du hast wenn es irgendwie ein Thema gibt, Anzeigen oder irgendwas. Das ist ja mit meiner Anzeige, die sehr, sehr lange schon her ist. Und zwar habe ich doch da mit der Karte bei der Groove bezahlt. Sage ich jetzt einfach mal so. Ne? Und habe immer noch nichts gehört. Also was soll man denn, was soll ich denn da denken? Mit Crow verstanden und Karte bezahlt. Also ja. Genau. Er sagte im Grunde genommen, was denn mit seinem Fall derzeit ist, den er angezeigt hat, schon vor einer ganzen Weile, wo er per EC-Karte bei der Grove sein Geld bezahlt hat. Sorry, dass ich lache. Aber, ja. Ich lache, muss jetzt tatsächlich nachschauen, ich kann mir... gut, aber ich denke mal... Das ist fast eine Sache, die müsste ja eigentlich fast in-game klären, oder? Da muss man, da müsste, Herr Sommer, wenn du mich verstehst, da müsste man eigentlich in-game, da müsste man in-game hinterherrennen und sagen, Mensch, hier, Polizei, was ist mit meiner Anzeige? Die habe ich dann aufgegeben. Also jetzt einzelne Anzeigen zu besprechen, schwierig. Aber ich kann deinen Grundgedanken verstehen, dass du möchtest quasi gerade sagen, dass das alles zu lange dauert, richtig? Ja, na, weil man ja, weil Hightower ja gesagt hat, das soll... Dann wird das schon so geklärt, man bekommt das dann wieder, aber ich habe bis jetzt noch nie irgendwie eine Antwort bekommen. Und ich war öfters mal da und habe nachgefragt. Und da hieß es ja dann, ja, das ist noch in Arbeit, wir haben noch keine weitere Informationen und weiß ich nicht immer. Also, obwohl man ja grundlegend sieht, dass ich mit Karte bezahlt habe. Ja, aber dann einfach mal penetrant werden. Ich meine, irgendwann hast du den Status, das ist so, wie wenn gewisse Leute ins PD kommen, da schlagen die Polizisten bevor die Hände über den Kopf zusammen. Ne? Also. Einfach ja auch nachhaltig in-game. So, das dann ist nimmst eine du das Sache. Aktenzeichen und reichst eine Dienstaufsichtsbeschwerde ein, weil es nicht bearbeitet wird. Das oder so zum Beispiel. Ja, mach das doch. Da gibt es doch ganz viele Möglichkeiten. Oder wirst richtig penetrant und nervig, dass die immer sagen, oh Gott, schnell, der Sommer kommt, wir müssen das machen. Und irgendwie so, da hast du doch ganz viele Möglichkeiten. Ja, genau. Ja, komm, das kann man nun wirklich so machen. Also. War das nicht ja, damit mit Absprache, du meldest dich wieder, wenn sie wieder Schutzgeld erpresse und dann Übergabeort und hast dich dann nie gemeldet? War das der Fall? Ich weiß es gerade tatsächlich. Wenn, echt. Ja, doch, so ungefähr. Du hast es nur ein bisschen verkehrt rumgedreht. Also zu dieser Anzeige hast du gesagt, du meldest dich und mich melden, wenn sie nochmal kommen wegen Schutzgeld. Gut, da möchte ich aber darum bitten, dass wir das dann irgendwie ja, weiter ausspielen. Ne? Der Sommer erpresst Schutzgeld von der Groove? Ja, der doch auch, der doch auch mit der Hagel. Das ist doch absolut, der ist doch wahrscheinlich die rechte Hand vom Teller, nehme ich an. Gut, Herr Sommer, ich nehme jetzt die Talkpower weg, ne? Und ich, ja, alles klar. Gut, also klärt das Ingame bitte, ne? Werd penetrant, macht da irgendwas mit deinem Charakter, Möglichkeiten gibt es genug. Und ich glaube, das LSPD-Thema haben wir jetzt auch ausführlich durchgekaut. Ich finde es cool, Herr Tauer. Was? Das ist noch eine letzte Sache. Der Herr Jacobs hat einen Lösungsansatz für nicht bezahlte Bußgelder. Das wäre vielleicht noch ganz interessant. Ja, da. Füße und Hände abhacken. Das ist richtig. Ja,
Gut, erstmal schnell Sommer die Talk Power weg. So, dann holen wir den Jacobs. Ich weiß nicht, wie der mit Vornamen heißt. Ja, warte, ich mach das. Da ist er. Abend. Hallo. Und zwar, weil ich habe das ja mitgehört, zwecks den Bußgeldern. Da zum Beispiel die 140.000, wo halt nicht bezahlt wurden, pipapo. Momentan eventuell ja nicht möglich, zwecks Unterbesetzung der Polizei wegen dem Konflikt mit der Grove Street. Aber wenn sich das mal legt, wäre es doch eine Möglichkeit, sozusagen eine Abteilung so wie ein Kopfgeldjäger zu machen. Da sollten die nach so und so einer langen Zeit, die halt je nach Geldstrafe vorgegeben wird, das Bußgeld nicht ausgleichen, dieses Geld mit einer Haftstrafe absitzen sozusagen. Das wäre dann der Marshall Service, wäre dafür verantwortlich. Im Prinzip kann es auch die Polizei nehmen und das Geld wird nicht eingetrieben, weil wir keine Zeit jetzt dazu haben. Ich meine, ich muss sagen, wir haben jetzt sogar zwei neue Bewerber, wenn die da sind, es tut mir leid, die wurden nicht mal zur Grundausbildung bis jetzt eingeladen. Wir hatten auch Auszubildende, wo die Grundausbildung nicht mal abgeschlossen, weil man die immer wieder abbrechen musste, wegen diesen Schießereien. Also es sind auch die Polizisten selber betroffen. Ja, das meine ich ja nicht. Oder man könnte ja auch sagen, weil die Bürger an sich kriegen ja von den Sachen, wie zum Beispiel Leute zahlen die Strafe nicht, kriegen die ja nichts mit. Außer wenn jetzt der Typ hergeht und rumprallt, ja, ich hätte 140.000 Euro Strafe zahlen, Dollar Strafe zahlen müssen, aber hab die angelogen und muss nicht, und zahlt jetzt also, nicht. Ja. Dass man vielleicht irgendwie öffentlich ausschreibt oder so, oder dann doch halt nach einer gewissen Zeit den zur Fahndung ausgibt, weil vielleicht entwickelt sich ja dann doch irgendwie extern vom PD so eine Art Kopfgeldbüro. Gibt es ja in echt auch. Dass die dann sagen, okay, die suchen den und gucken, dass sie das Geld oder den in den Knast stecken. Oder der Justiz ist ja. Aber um da noch einzugreifen, diese Strafe, die sie jetzt nicht bezahlen können, da wird in-game schon was unternommen. Also das ist nicht einfach abgehakt. Die können nicht bezahlen, ja scheiße, immer Pech gehabt. Da gibt es aktuell in-game Sachen, die am Laufe sind, um an dieses Geld zu kommen. Aber das will ich jetzt einfach hier nicht sagen. Aber das läuft. Das ist nicht abgehakt. Das läuft. Ach so, ich habe es verstanden. So nach dem Motto, ja, dann ist es irgendwann wird's vergessen und Punkt. Nein, das ist definitiv nicht vergessen und jeden Cent werden wir holen. Wie jeden, und auf welchem Weg ist was anderes? 10k. Zum Beispiel. Gut, nee, aber dann läuft tatsächlich was. Ja, gut, Jax hat mir jetzt vorgegriffen. Was anderes wollte ich jetzt eigentlich auch nicht dazu sagen. Also in-game läuft auf jeden Fall was. Wir kriegen keine Sorge. Und wenn ich jeden Finger einzeln abhacken muss, so wie es. Ja, der Richter rennt dann nämlich mit einem großen Fleischermesser durch die Gegend und sucht euch, ne? Ich habe gehört, Hebele verkaufen allerdings auch Finger, also von daher passt das. Genau. So, aber dann können wir jetzt nach 1 Stunde 15. Also erstmal danke, Herr Heitauer, dass du. Ich glaube, das hat auch viel Unmut beseitigt, dass sich die Polizei mal so transparent und offen dazu geäußert hat, zu den ganzen Sachen, die jetzt hier anlagen. Finde ich sehr gut, dass wir sowas hier klären können. Ich hoffe, das hat jetzt allen weitergeholfen. Ich fand es sehr positiv und auch sehr gut. Und danke, Jax, dass du dann hier wirklich dir mal den Mund fusselig gequatscht hast jetzt auch. Ne? Kein Thema. Super. So, dann gehen wir jetzt zur Tagesordnung weiter über. Wir nehmen die nächste Talk Power. Sudigi, jetzt sag nicht, es geht um Polizei. Tangiert das Thema ein wenig. Ja, ihr alle könnt euch noch dran erinnern über den Aufreger damals, wo sich Leute so krass besoffen haben, die eigentlich hätten tot sein müssen. Und da hat man dann gesagt, ja, wenn die Leute das jetzt nochmal machen, dann gibt es da eine Möglichkeit auch, dass die sterben können. Und ich frage mich einfach, gerade auch, weil hier auch Terroristen ausgerufen werden, wo ja eigentlich die Konsequenz wäre, wenn man sie erwischt, dass sie lebenslänglich wegkommen, ob man nicht einfach nochmal eine Diskussion darüber aufbaut, ob lebenslänglich nicht zum Beispiel möglich ist. Weil totsaufen kann ich mich anscheinend, aber lebenslänglich in den Knast kommen kann ich nicht. Und wenn ich als User im Knast sitze und dann lebenslänglich bekommen soll, dann habe ich einiges dafür im RP getan und vielleicht zielt es ja auch darauf ab. Cool, also, ja. Ich weiß nicht, ob man da so strikt sagen sollte, ja, der User, der hat ja hier ewig gespielt und wir wollen dem das nicht verbauen oder den vom Server kicken. Vielleicht einfach nochmal über diese Regelung nachdenken, ob es nicht einfacher gemacht werden sollte, einen neuen Charakter zu erstellen.
Also zum Thema lebenslänglich, du meinst, der Charakter ist dann weggesperrt und der Spieler kann diesen Charakter nicht mehr spielen oder der Charakter soll tatsächlich in der JVA oder sonst wo rumgammeln und da seine Zeit verbringen? Nee, der soll dann schon richtig vom Server runter sein, weil das wäre ja eigentlich die Konsequenz daraus. Ich gebe mir ja Mühe, um diesen Status zu erreichen, ne? Und ich sehe hier nur Gesetze, es eskaliert immer weiter, irgendwann ist es der super duper krass Terrorist, aber es ändert halt nichts an der Problematik. Also du sprichst im Prinzip die Regelung der neuen Charaktere an, richtig? Genau. Ja. Es gab Leute, die haben ihren Charakter sterben lassen und haben daraufhin einen neuen Charakter bekommen. Wir haben von unserer Seite aus bisher immer gesagt, die Leute haben danach aber 2 bis 4 Wochen, je nach Person, glaube ich, oder 2 bis 3 Wochen haben wir gesagt, Pause, damit sie aus allem RP, was da irgendwie entstanden sein könnte, raus sind. Weil sonst du einfach Gefahr läufst, dass die Leute, das sieht man, und das sieht man auch wirklich auf vielen Projekten, wo 2 Charaktere oder so erlaubt sind grundsätzlich, dass da einfach sehr, sehr viel vermischt wird. Und das ist die große Angst dabei. Nehmen wir mal an, irgendein Charakter ist jetzt lebenslänglich weg, so, der macht sich dann morgen, macht er sich einen neuen Char. Die Gefahr, dass da Fails passieren, ist einfach aktuell viel zu groß, gerade bei der aktuellen Situation, die wir am Server haben, dass halt sowieso schon etliche Fails passieren. Das ist ein bisschen ein Problem, denke ich. Ja, aber ist es auf der anderen Seite nicht auch ein Fail, dass wenn ein User, der hier schon ewig spielt, richtig viel Kohle hat, dann eigentlich nicht richtig dafür bestraft werden kann, weil er dann sagt, ja, hier, nimm doch mein Geld. Ja, dann schlag mir bitte auch jetzt vor, was wir da machen sollen, damit die Leute nicht failen. Das ist nämlich der Input, der mir fehlt. Ja, ich meine, das RP wird hier auf so einem krassen Level betrieben und ich finde, der Support sollte da ein bisschen rangenommen werden, halt genau zu überwachen, dass da keine RP-Fails passieren. Das wurde heute auch schon thematisiert, dass RP-Fails wieder gekommen sind, in Form von den Ausdrücken zum Beispiel, ja. Mhm. Und dann sehe ich die Supporter in der Pflicht, wenn es jetzt zu wenig sind, dann müssen es halt mehr werden, die das überwachen. Ja, wie du ja gesehen hast, sind die Bewerbungen ja offen und da sind ja auch, glaube ich, 6 Bewerbungen bis jetzt eingetrudelt. Also okay. In San Andreas hatten wir ein Niveau, da wurdest du teilweise von den Admins in-game gelurkt, ob du Scheiße baust. Und wenn du Scheiße gebaut hast, dann wurdest du dafür rangezogen. Ich habe keine Angst, das ist hier nicht anders, nur ich krieg's hier nicht mit. Also nur mal als Denkanstoß, vielleicht das nochmal zu diskutieren. Mhm. Gut, dann müssten wir aber tatsächlich auch eine öffentliche Diskussion und Forum machen, denke ich, wo jeder seinen Senf dazu abgeben kann, weil das möchte ich jetzt hier nicht noch bis nachts um 2 ausdiskutieren. Ich finde den Ansatz klar. Okay. Es ist dann so, wenn jetzt ein Spieler, der durchweg Scheiße baut, also ich nehme mal Paradebeispiel, es gibt jemanden, der heißt eventuell James Chains oder so, ne, nur als Beispiel jetzt, unverbindlich, da muss der Spieler sich natürlich drüber klar sein, wenn er immer nur Kacke baut und es immer weitergeht, dass er irgendwann lebenslänglich weggesperrt ist, dass dieser Char dann aber auch tot ist. Also der ist dann nicht mehr verfügbar. Ist ein schwieriges Thema. Wenn ihr möchtet, diskutiert da im Forum drüber. Vielleicht magst du dich hier am Cherry Talk einfach mal einen Thread auf und ich möchte euch aber bitten, diskutiert da sachlich, ja, sonst ist das Ding einfach zu. Vielleicht, Xodishi, machst du das einfach mal. Machst mal einen Thread auf mit deinem Vorschlag im Cherry Talk, dass jeder einfach mal, der sich dazu äußern möchte, auch mal was dazu sagen kann. Und dann schauen wir einfach mal. Ja? Wird gemacht. Ja, super. Dann diskutiert es öffentlich und dann kann jeder seinen Senf abgeben. Das ist doch ein cooler Ansatz, denke ich. Dann können wir mal schauen. Also, ne? Gut, Freunde. Ich sehe keine Talkbau mehr. Mensch, also eben waren wir noch kurz davor, dass das ein neuer Community-Talk-Rekord wird von der Kürze her und jetzt ist es auch schon wieder 10 Uhr. Ja, 2 Stunden haben wir geschafft. Schön. Ich glaube, viele, viele wichtige Sachen wurden heute besprochen. Ich möchte nochmal an euch alle appellieren, bitte, bitte, bitte denkt über eure RP-Handlung ein bisschen nach und wir müssen das einfach im Griff kriegen, dass die Qualität einfach ein bisschen steigt. Ja? Lange RP-Stränge sind was ganz Tolles. Ich glaube, da hat jeder Spaß dran und im Endeffekt sind wir nämlich einfach hier, weil wir alle ein bisschen Roleplay machen wollen. Ja? So, und jetzt geht's in die Entwicklung, falls Connex was sagen möchte. Nö, Connex will nichts mehr sagen. Okay. Okay, Connex möchte nichts mehr sagen. Dann war's das jetzt hier erstmal an der Stelle. Dann danke, dass ihr alle da wart. Ne? War heute sehr konstruktiv. Ansonsten schicken Mittwoch und vielleicht geht gleich der Server wieder an, man weiß es nicht. Ne? Haut rein. Adieu.